lots of brilliant young classes. Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Zur Feier des 30.000-Euro-Goals bei Steady und der damit beginnenden Arbeit in unserem Musical in Nominee Party haben wir uns gedacht, wir rufen ein neues Format ins Leben, die Kack- und Sach-Premium-Classics. Hier werden wir in sehr unregelmäßigen Abständen im Archiv unseres Premium-Kanals wühlen und beliebte Folgen aus grauer Vorzeit hier im Freefeed veröffentlichen. Und da Richard und Fred gerade durch Kita-Seuchen außer Gefecht gesetzt sind, ist das doch der perfekte Zeitpunkt, um damit anzufangen. Den Startschuss macht eine unserer ersten Skepsis-Folgen über die Flat Earth. Aufgezeichnet haben wir diese Folge im Sommer 2017. Viel Spaß dabei! Mit Tobi. Hallo. Mit Richard. Hallo. Mit Fred. Hallo. Wir sitzen wieder an einem gläsernen Tisch, der von unten beleuchtet wird und tragen unsere Kutten. Wie immer, kurzer Disclaimer, wir sind keine Verschwörungstheoretiker, wir sind eher auf der skeptischen Seite. Bis auf Tobi, der sein Hexerdiplom abgeschlossen hat am letzten Wochenende. Kurzer Disclaimer, wie immer bei diesem Format bei Skepsis, wir haben keinen Anspruch, das Thema hundertprozentig allumfassend zu besprechen. Und der ein oder andere Esoterik-Vollpfosten wird hier auch mit Sicherheit Fehler finden, wenn er sie denn finden möchte. Aber wir sind trotzdem sehr intelligent und wir möchten einfach Spaß haben mit dem Thema und ein bisschen rumflaxen. Genau. KLUK ist das Stichwort. Klug. Ich habe Abitur. Ja. Heute sprechen wir über eine der dümmsten, aber teilweise vielleicht auch klügsten. Nee, eher nicht. Aber unkreativsten. Nee, nicht mal unkreativ. Doch. Kindlichsten würde ich fast nennen. Wir sprechen über eine der bekanntesten, würde ich mal sagen, Verschwörungstheorien der Menschheitsgeschichte, nämlich die flache Erde bzw. Flat Earth Theorie. Um das mal in einem Satz zusammenzufassen, die Flat Earth Theorie geht davon aus, dass die Erde, wie wir sie kennen, keine Kugel ist, die im Weltraum umherschwebt, sondern eine flache Scheibe, eine Art Diskus. Kommt ein Alien auf die Erde? Ja. Haut uns allen auf die Köpfe und sagt, wie dumm seid ihr eigentlich? Hier ist ein Foto, das beweist, dass ihr Unrecht habt. Und ja, über Fotos sprechen wir noch. Also intergalaktisch mit deinem Hirn gemacht. Also damit haben wir die Zusammenfassung schon abgehandelt. Das funktioniert wunderbar schnell bei dieser Theorie. Tobi hat super viel recherchiert und einen halben Vortrag vorbereitet. Richard ist auch ziemlich drin. Ich habe mir auch einige Notizen gemacht, aber ich spiele heute, glaube ich, so mal ein bisschen den Bösen. Ich halte mal so ein bisschen dagegen heute. Also sollen wir dich jetzt davon überzeugen, dass das korrekt ist? Wolltest du meine Seite mit den Gegenargumenten haben? Genau, ausgerechnet Fred, der Mann mit den eigentlich mit dem Zankpotenzial schlechthin, der einfach alles hinterfragt, der will heute der sein, der uns davon überzeugen möchte, dass die Erde flach ist. Ja, aber ich wäre ja so der erste, der halt irgendwie in einer Kneipe von einer Blödsinn redet, anfängt, die Tafel und das Tafelwerk rauszuholen. So, den Abakus. Ja. Ich wäge ja aber auch gerne aus einfach so aus Spaß an der Freude Argumente ab und das werde ich heute auch tun. Ja, na klar. Ich werde heute ein bisschen der Stachel sein in der Sendung, habe ich mir vorgenommen. Der euch auch ein bisschen nerven wird. Und ja, lasst uns doch einfach mal direkt in das Thema reinspringen. Flat Earth. Ja. Wovon geht die Theorie genau aus? Soll ich mal anfangen? Ja, von Origins. Fang du mal an. Also, wovon geht die Flat Earth Theorie aus?
Der Name ist Programm. Es wird im Groben und Ganzen wird davon ausgegangen, dass im Prinzip wir seit Äonen von Jahren belogen werden und dass die Erde keine Kugel ist, so wie wir alle in der Grundschule schon vermittelt bekommen haben, sondern eine flache Scheibe. Und dieses gestaltet sich so, dass diese Erde so aussieht, dass in der Mitte dieser flachen Scheibe der Nordpol sich befindet und drumherum die ganzen Kontinente quasi. Da drumherum ist Wasser und den Südpol, oder was heißt den Südpol, die Antarktis gibt es nicht. Das ist ein großer eiserner Ring, eisiger Ring an der Kante der Erde, ungefähr 50 Kilometer hoch, die uns davor schützt, dass das Wasser links und rechts nicht runterfließt quasi. Ja, also so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wie die, wer es guckt, Game of Thrones, die Mauer. Ja, also die Welt ist wie so eine Pizza, wenn man von oben drauf guckt. In der Mitte ist Grönland, der Nordpol, dann kommen die ganzen Kontinente, bla, und außen wie der Rand der Pizza kommt die Antarktis als, wie gesagt, Eiswall. Genau. Und das Ganze gestaltet sich dann halt auch so, dass die Sonne um ein 50-faches kleiner ist, als sie eigentlich ist, und der Mond eigentlich auch, und sie in wie eine Art städtischen Orbit über der Erde eigentlich. Städtisch? Statischen Orbit über der Erde quasi nicht, kreisen, gerade mal irgendwie 10 Kilometern Höhe oder so. Nee, also es ist, also fast. Die macht so eine Spiralwendung. Ja, genau. Weil sonst gäbe es ja keine Jahreszeiten. Nee, Jahreszeiten vor allem. Ja. Also je weiter die gerade in ihrem Kringel von der vom Nordpol entfernt ist, desto kälter ist es und näher dran. Dass es dann überall gleichzeitig Winter sein muss, ist eine andere Frage, aber... Die Erklärung zu den Zeitzonen bei denen finde ich auch ziemlich geil. Na, kommen wir gleich zu. Jedenfalls, die Sonne ist so knapp 52 Kilometer groß, der Mond auch, die sind ungefähr gleich groß. Und so ungefähr 4,5 bis 6 Kilometer, je nach Quelle, von der Erde entfernt. Oh, da habe ich andere Zahlen. Ich habe, dass die Sonne 60 Kilometer Durchmesser hat und in 500 Kilometern Höhe schwebt. Ja, also die widersprechen sich alle. Ja, genau. Also das ist jetzt, also die Zahlen habe ich jetzt von wie hieß die Seite? flatearth.info. Ja, genau, das die ist so eine Geschichte. Ja, da habe ich dann mega viel von, weil die sehr ausführlich ist. Ich habe zum Beispiel hier auch, warte mal noch, zur Sonne, dass sie nur 4800 Kilometer über uns ist. Genau, ja. Und ein Durchmesser hat von 51 Kilometern gerade. Ja, ich habe halt, wie gesagt, 52 Kilometer und 4.500 bis 6.000. Ja. Auf jeden Fall wirklich um ein Vielfaches kleiner, weil normalerweise, was ist ein Durchmesser? Ich glaube 1,3 Millionen oder so, ne? Und 40 Millionen Kilometer ist er weg. Ja, sowas. Die unsere eigentliche Sonne, sowas. Die echte Sonne. Ja, das hätte man sich vielleicht mal aufschreiben müssen, ne? Das war jetzt... Weiß ich gerade gar nicht so, doch, wie viel das ist. Ja, jedenfalls, wenn man dann anfängt, Fragen zu stellen, ich meine, das klingt ja erstmal wie eine ganz nette Theorie, weil die geht davon aus... Nein. Warum? Ja. lass mich erstmal ausreden. Weil die geht davon aus, warum machen wir es so kompliziert mit diesem Runden? Es ist doch viel einfacher, wenn wir uns vorstellen, dass die Erde das ist, was wir sehen. Ne, also wir sehen ja die Krümmung zum Beispiel nicht, wenn wir hier so durch Hamburg spazieren, siehst du ja nun mal keine Krümmung. Es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, die Menschen auf der Südhalbkugel müssten ja auch runterfallen. Flüsse fließen ja auch nicht auf dem Kopf. Meere ja sowieso schon mal nicht. Unten müsste der Regen von unten nach oben fallen. Genau. So, Wasser bleibt auch nicht an einem Ball hängen. Ja, genau. Ja. Stimmt. Wasser würde ja von einem Ball einfach runterlaufen, wenn man so Wasser auf einen Ball kippt. Ne? Und auch das mit der Sonne, also dass wir uns um die Sonne drehen. Was wir sehen, ist, dass die Sonne sich um uns dreht. Ne? Genau. Also, dass alle anderen Planeten, die man so sieht, dass die rund sind und der Mond auch rund ist. Ja, die Erklärung dann der Flat Earthler auch. Ja, aber die Erde ist besonders, weil wir sind besiedelt. Ja, genau, ja. Das ist total geil, also es ist im Prinzip sowieso grundsätzlich ein geozentrisches Weltbild. Also die Erde als Zentrum des Universums. Es gibt auch Theorien, dass die Sterne nur Projektionen sind, die aus verschiedene Quellen, aber es gibt auch eine sehr starke Quelle, die davon ausgeht, dass der Mond von Nazis besiedelt ist und die Sterne projizieren. Ja, das warum? Ist auch bei der Hollow Earth ja bei auch. Der Hollow Earth auch so, davon gehen die Flat Earthler, manche davon übrigens auch aus, dass auf der Unterseite unserer Erdscheibe da auch Nazis und hier Reptiloiden und Illuminaten leben. Genau. Es gibt auch eine Theorie, dass das, was wir kennen, also dass hinter der Mauer nicht... der Eismauer. Nichts mehr ist, also diese Eismauer, genau, dieser Pizzarand, dass dann nichts mehr ist, sondern dass wir auf einem riesigen Planeten leben, der flach ist. Genau, und dass wir da, wo wir leben, eigentlich der Nordpol ist. Ne? Genau, dass wir am Nordpol leben, also am Zentrum einer riesigen Scheibe. Auch der kann nicht rund sein. Warum? Keine Ahnung, aber weil ja sonst das Wasser runterfallen würde. Ganz geil fand ich auch, ich war heute auch nochmal sehr intensiv auf der Flat Earth Society Seite bei Facebook. Die sind ziemlich lustig, die Leute. Ja. Wo einer tatsächlich auch einfach nur drauf schrieb, Community is rising all around the globe. Ja. Und ich dachte so, ja.
Ja, das ist. Auch gleich da sitzt du dir. Ja, ja, genau. Ja. Ja, gut, Globus halt auf eine dumme Art. Ja. Ja, also wollen wir mal ein bisschen detaillierter werden? Also ihr habt ja gerade schon, ihr habt ja gerade jetzt schon echt einen Teaser rausgebatscht. Ihr habt ja jetzt mal wieder in einer Minute irgendwie 20 Theorien gedroppt, die wir natürlich jetzt nach und nach auseinandernehmen. Ich gucke hier gerade jetzt mal hier bei Facebook. The Flat Earth Society, ja, 84.000 Likes. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das vielleicht sogar mehr sind. Man muss dazu sagen, die Flat Earth Society oder generell diese Flat Earth Bewegung ist recht klein. Die ist wirklich klein. Die ist unheimlich laut. Ja. Und es gibt sagenhaft viele Satire-Seiten. Ist ganz schwer herauszufinden, wer das jetzt ernst meint und wer nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich das Problem, weil der Unterschied zwischen Fanatismus und harter Satire ist leider verschwindend gering. Ist oft nicht auf den ersten Blick erkennbar. Ja. Und es ist also noch schlimmer als bei den Reptiloiden. Da konnte man das relativ leicht herausfinden, wer von denen das ernst meint und wer nicht. Ist auch eine deutlich größere Verschwörungstheorie, witzigerweise, weil sie ja noch abstruser eigentlich ist. Weil ich meine, diese Flat-Earth-Nummer, die kann man relativ schnell und leicht begründen. Und ich sag mal, ich will jetzt kein gemeines Wort sagen. Sagen wir bildungsferne Menschen. Bildungsresistent würde ich eher meinen. Ja, genau das wollte ich nämlich eben nicht sagen, sondern fern, weißt du? Beratungsresistente Menschen. Ja, diejenigen, die keine Bildung erfahren haben. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass diejenigen, die auch nicht wollen, aber. Naja, schon schwierig, weil wenn Argumentationen mit solchen Leuten immer losgehen, ist das ja immer gleich so, das ist ein Fakt, darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. So, ja, Moment mal, nur weil du das sagst, bist du ja nicht die Autorität. Und auf der anderen Seite, wenn du einen Fakt nennst, ja, das ist eine Lüge. Ja, ganz genau. Ja, fuck it. So, ne? Aber ja. So, ist eine relativ kleine Bewegung, dementsprechend auch relativ ungefährlich, also auch mit ihren Theorien relativ ungefährlich. Das hat für den, wenn das jetzt eine große Bewegung wäre, für den Alltag, eigentlich gar keinen Unterschied. So, lass die Leute doch denken, dass die Erde flach ist. Ist eigentlich scheißegal. Aber im Internet sind sie halt relativ laut und haben relativ viel Aufmerksamkeit, sag ich mal. Ja, weil diese, das Ding ist halt bei der Flat Earth Society, kommen wir mal, also ich fange mal kurz an mit der Origin so ein bisschen. Die hat jetzt halt vor allen Dingen im Social-Media-Bereich so circa seit 2015 halt einen riesen Boost halt erfahren. Die waren vorher sehr viel kleiner. Und auch jahrelang von der Bildfläche komplett verschwunden. Ganz genau. Genau, lasst mal so ein bisschen die Historie zuerst mal jetzt. Ja. Gute Idee. Dieses ganze Ideenbild geht nämlich tatsächlich einfach, wie kann es anders sein, auf die Bibel zurück und auf der religiösen Überzeugung, da Erde gleich Scheibe. Damit fing das Ganze halt mal wirklich an. Dazu muss man sagen, im Alten Testament, also ich grenze mal dazwischen, wenn ich Infos habe, ne? Schon gut. Im Alten Testament wird die Erde hier und da mal beschrieben und meistens sind das verschiedene, also man muss dazu wissen, das Alte Testament ist ja eine Sammlung von Schriften ungefähr aus der gleichen Region, aber auch nur ungefähr. Mhm. Ne? Und da waren einzelne, ich sag mal, Kulturen und die haben ihr Wissen zusammengetragen und das wurde dann insgesamt zusammengemischt zum Alten Testament. Ja. Und das im Neuen Testament genauso. Und dementsprechend sind die Erddarstellungen, also der flachen Erde, unterscheiden sich ein bisschen und widersprechen sich auch. Das Alte Testament widerspricht sich ständig und eben auch an dem Punkt, weil es eben Geschichtssammlungen sind. Ja, aber jedenfalls hat sich dieses Weltbild halt, hatte sich eine ganze Zeit lang durchgesetzt. Und Mitte des 19. Jahrhunderts wurde eine erst 16-seitige Schrift verfasst, die dann später zu einem 420-seitigen Buch evaluiert war, von Samuel Rowbotham, wenn man ihn so nennen kann. Ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, ehrlich gesagt. Nennen wir ihn im Deutschen einfach Silas Ramspopo. Pops. Naja. Aber der publizierte auf jeden Fall das als erstes, dass die Erde eine Scheibe sei und dass die Gestirne nur wenige 100 Kilometer über uns halt sind. Mhm. Bekannt geworden ist diese These dadurch, und das finde ich ziemlich interessant, dass dieser Typ, und zwar jeden, der gegen ihn gesprochen hat und der seine These schlecht geredet hat, quasi auch, also auch Gegenbeweise aufbringen wollte, was auch ein Grundprinzip dieser Bewegung ist, diese Debatten darum so lautstark geführt hat und teilweise Leute verklagt hat, worauf sie erst aufmerksam gemacht worden sind. Das heißt, er hat Leute, die dagegen gesprochen haben, instinktiv angefangen zu verklagen, dass das Ding öffentlich behandelt wird halt. Ja. Also richtig krass eigentlich. War nicht so fruchtbar. Also, wie gesagt, die ist insgesamt nie sonderlich fruchtbar gewesen, diese Theorie. Und auch damals bei ihm nicht. Der hatte damals ein paar Anhänger, gerade in dieser einen Stadt. Ja, da komme ich dazu. 1965 war die Gründung dann der Internationalen Flat Earth Society, war der Nachfolger der Universal Celtic
Society. Die hat sich halt nach dem Tod von diesem Typen gegründet. Und, der Universal was Society? Universal Zeletic. Zeletic. Also Z-E-L-E-T-I-C. Also der Salatgesellschaft. So in etwa, ja. Society. Genau, die wurden halt von seinen Anhängern gegründet damals. Das Problem an der Sache war nur, warum diese Bewegung relativ schnell den Bach runterging. 1965 war das Raumfahrtzeitalter auch in den USA. Und alle Welt wusste, als die ersten Leute auf dem Mond waren, das Ding ist rund. Ja. Also, so also es war erstmal nicht mehr en vogue, an die Flat Earth genau, zu glauben. Also das war übrigens in dieser ganzen 1960er Zeit blockierte die Raumfahrt einfach die Verbreitung des Ganzen massiv. Ich habe gelesen, warte mal, dass bis 2000 rum waren die sogar so gut wie ausgestorben. Ich habe gelesen, dass bereits nach Ende des Ersten Weltkriegs die Flat Earth Society deutlich an Bedeutung verloren hat. Ja, das ja. Also klar, weil die Leute halt Besseres zu tun hatten, als an so einen Scheiß zu glauben, ja. zwischen den beiden Weltkriegen. Ja. Aber heißt unser Format dann jetzt, den Leuten geht's so gut, dass sie über so eine Scheiße nachdenken? Nein, ist ja wirklich so, ne? Also Menschen neigen ja dazu, wenn so also Krisen, weltweite Krisen sind, hat keiner mehr Zeit für so einen Quatsch. Ja. Dann sind halt, also was dann ja stark werden ja Religionen, aber eben halt, da hat keiner Zeit oder auch ich sag mal, psychisch Zeit dafür, sich so einen Blödsinn auszudenken, da klammert sich man halt an das, was man kennt, ne? Und zum Beispiel Religion. Und gerade in Zeiten, wo es weltweit Langeweile gibt, wie zum Beispiel, ab den 90ern, ja, wo ist natürlich nicht wahr für alle die in Krisenregionen groß geworden sind, gerade auch in den 90ern. Ja, aber grundsätzlich kann man das schon sagen, dass es eher eine ruhige Phase war. Genau, ja. Also die Leute, die Zugang zu Internet hatten eine ruhige Phase. Und da ging es halt dann wieder los. Ich habe letztens so eine Kurve gesehen. Wie sagt man immer so schön, starke Zeiten bringen schwache Männer hervor und schwache Zeiten starke Männer. Ne? Ja, genau, ja. So eine Kurve gesehen, aber ich glaube, die war ein Witz. So von wegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien bis zur Erfindung der Kamera, dann geht's ganz steil runter, dann ging's wieder hoch bis zur Erfindung des Internets. Ganz genau. Ja, also das Internet, dann kam, ging's wieder, bis Photoshop, dann kam, ging's wieder ganz stark los und dann das Internet. Die hab ich auch gefunden, die halte ich aber persönlich für ein Fake, weil ich glaube auch lustig. Ja. Genau, was wollte ich jetzt sagen? Genau, die Flat Earth Society. Seit 2009 sind die wieder auf Mitgliedersuche. Man kann auch tatsächlich, wenn man auf deren Seite ist, kannst du so einen Mitgliederantrag quasi ausfüllen. Und da ist ein Riesenforum und mit 1000 Beweisen und 10 Gründe, warum. Also liest sich ein bisschen wie ein YouTube-Video, will man meinen. Und eine Sekte. Ja, so, genau. Und der religiöse Ansatz heute ist halt, wird allgemein auch von der Society als veraltet betrachtet. Vielmehr ist die Theorie mittlerweile herangewachsen zu einer These über die Verschwörung der Regierung, Milliardäre und Politik, die Massen zu blenden oder blind zu halten. Blind zu halten und zu glauben und gehorsam zu erziehen. Wie auch immer man das mit der Theorie der flachen Erde, der runden Erde bezwingen kann. Ich habe dazu ein schönes Zitat von dieser Seite, ja, flacheerde.info. Zitat Beginn. Im Kern der internationalen Hochfinanz durften die Urheber wohl zu finden sein. Also die Urheber der Globaltheorie, Globustheorie. Die waren früher wohl relativ eng mit den Kreationisten verbandelt, also Leuten, die sagen, ey, Evolution, Darwin und so weiter, fuck it, Gott hat die Welt geschaffen, so wie es in der Bibel steht. Die Bibel ist ein Tatsachenbericht. Genau. Heute gehen die Flat Earther, wie du es gerade gesagt hast, Richard, eher einen anderen Weg, eine andere Taktik. Also heute tun die so, als wären sie harte Wissenschaftler. Heute kleiden die sich so ein bisschen in dieses Fake-Gewand der Naturwissenschaften. Vor allem, weißt du, wer sich als erstes angefangen hat, von denen zu distanzieren? Tatsächlich die Kreationisten. Ja. Weil die gesagt haben, jetzt wird's bescheuert. Echt? Also die Kreationisten Kreationisten von den Flat Earthern. Genau, die Kreationisten sagen, also viele Kreationisten sagen mittlerweile, die Flat Earther, lass uns Ruhe mit dem Scheiß, was für ein Blödsinn. Ja. Und das Geile weil Fred das gerade mit dem Wissenschaft noch anbrachte, und zwar diese zetetische Methode, wie sie es ja nennen. Was? Wie, zetetische? Ja, das ist diese erste Society, die sich da gegründet hat, diese Universal Zetetic Society. Schreibt man das mit Z oder mit C? Mit Z, da wird's dir doch schon vorgeschlagen. Zetetic. Wikipedia vom Altgriechischen Suche, Untersuchung ist ein philosophischer Begriff und bedeutet eine theoretische Einstellung, für die das Suchen im Vordergrund steht. Ganz schön. Einfach mal so einen geilen Science-Begriff für sich selbst. Pass auf. Und laut ihrer zetetischen Methode, und das finde ich ziemlich geil,
weil damit, das ist so ein K.O.-Kriterium, bei den Flat-Earthern gilt als Alternative, also sie zählen sich zu einer Alternative zur Wissenschaft, die besagt, dass die Sinneswahrnehmung über den wissenschaftlichen Theorien steht. Ja. What? Mega geil. Also das klingt wie ein Faktor. Was ich fühle, ist realer als das, was es wirklich ist. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte, ne? Also, dass, wenn die... Also die Argumente basieren meistens darauf, die Erde ist halt so, wie wir sie sehen. Ja, genau. Nicht, was ihr da so errechnet. Mhm, ja. Witzigerweise bedienen die sich aber halt eben wissenschaftlicher Methoden, um zu beweisen, dass sie recht haben, wo immer Rechenfehler gemacht werden, und zwar wirklich auf peinlichste Art und Weise. Es gibt YouTube-Videos über YouTube-Videos darüber, dass Leuchttürme ein Beweis dafür sind, dass die Erde flach ist, weil wenn ein Turm so und so hoch ist und das Licht so und so weit scheint, also ab einem Punkt, wo du das messen kannst, müsste aber durch die Erdkrümmung das Ding einen Meter unter der Krümmung liegen, also du kannst es nicht mehr sehen. Das macht insofern Sinn, als dass man die Höhe des Leuchtturms nicht mitberechnet. Das ist auch so, die Leute sind doch total geil. Oder die Höhe über normal Null und so. Die stellen sich an die, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, die stellen sich an eine Meeresenge zum Beispiel, an irgendeine Küste und zoomen mit einer mega krassen Kamera bis auf die andere Landseite, um damit zu beweisen, da ist keine Krümmung, so weit können wir einfach nicht sehen. Ja, das ist mega, mega geil einfach. Also nach deren Theorie müsste man, dazu habe ich übrigens recherchiert und nichts gefunden. Also die tauchen halt mit so Objektiven, mit so Teleobjektiven auf, so ich sag mal, dass die so auf 13 Kilometer ranzoomen können. Also schon echte Oschis. Ne? Also richtig krasse Zoom-Objektive. Ja, coole Nummer, gar keine Frage. Auch nicht gerade günstig, solche Dinger. Aber nach der Theorie müsste man, wenn kein Nebel und so herrscht, von Irland aus nach New York gucken können. Müsste gehen. Dazu gibt's aber keine Versuche, weil es gibt keine Objektive, die so stark sind. Was aber Quatsch ist, weil es gibt ja Teleskope. Weißt du, wenn ich auf den scheiß Mars gucken kann, dann kann ich auch nach New York gucken. Ja. Das haben die allerdings nicht ausprobiert. Oder noch viel geil. Wollen wir das thematisch strukturieren oder soll ich jetzt einfach mal raushauen? Warte mal, wir waren eigentlich vorher noch bei was ganz anderem. Ja, stimmt. Gerade. Ist die historische Entwicklung der Flat Earth Society grundsätzlich abgeschlossen? Muss man da noch viel dazu sagen? Nee, das Ding ist halt, was heißt die Entwicklung? Ich glaube eher, die sind schon fertig, die haben ihre Theorie soweit fertig, jetzt sind sie am Verteidigen. Ja. Und bis sie merken, dass sie falsch liegen. Ja, und arbeiten halt an ihrem Kram. Ja. Also es geht halt los, wenn... Wir hatten uns darüber unterhalten, was für absurde Beweise es halt auch teilweise gibt. Ich sag ja nur, Xavier Naidoo, unser Lieblingsverschwörungstheoretiker, deutscher Verschwörungstheoretiker auch, der sich halt hinstellt und Fotos online stellt mit sich, mit einem Horizont fotografiert und hat ein Lineal in der Hand und er siehst du es voll gerade. Also ich denke, ja, voll der geile Beweis. Hat er das echt gemacht? Ja, Mann, hat er wirklich gemacht. Kein Scheiß, hat er gemacht. Hat er wirklich gemacht und es tut mir leid, genauso sinnleer wie seine Musik ist, ist er offensichtlich auch. Also, also wirklich ein guter Mann. Wenn man die Leute jetzt, es gibt ja berechtigte Fragen, die man den Leuten stellen kann. Ne? Machen wir das nochmal so, Fred. Ich versuche das jetzt mal. Ich habe mir ein paar Argumente von denen rausgesucht. Mhm. Das habe ich auch. Auf welche Argumente sie sich stützen. Genau, also zu verschiedenen Themenbereichen, also so die großen, die man da so anführen kann. Stell dir mal ein paar Fragen. Ich guck mal, ob ich ein gutes Argument dazu habe. Boah. Nee, warte mal. Ich find's viel interessanter, wenn du das Argument von denen vorstellst und Fred und ich versuchen, das zu entkräften vielleicht. Ich habe jetzt nicht so viel recherchiert wie ihr. Nein, aber es gibt natürliche Fragen. Ich habe mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Also ich gehe jetzt auch nicht völlig jungfräulich in das Thema rein. Fangen wir doch mal mit dem größten Themenblock direkt an. Ich habe es jetzt mal genannt, Sonne, Mond und Sterne. Also was ist mit diesem ganzen Himmelsgedöns? Ja, alles, was da oben so rumkreucht und fleucht, wenn wir nachts in den Himmel starren. Genau. Tagsüber. Also wir haben ja eine ganze Wissenschaft, die sich mit den leuchtenden Dingern da über uns beschäftigt. Das ist nicht die Astrologie. Was man meinen sollte. Logi halt von dem griechischen Wissen kommt. Ja. Astrologie sind die Sternzeichen. Das sind die, die auch an Flat Earth glauben? Astrologie ist das, was ihr morgens beim Sat.1 Frühstücksfernsehen seht. Also sie werden heute ihre große Liebe finden. Ja, was wir meinen, ist Astronomie. Die Wissenschaft von den Himmelskörpern. Also wir haben da eine ganze Wissenschaft, die sich darum bildet. Es gibt da so funkelnde, glitzernde Dinger oben am Himmel. Mein Astrolehrer, ich hatte ja in der 9. Klasse Astro in der Schule auch, ne? Astronomielehrer. Oh. Der hat immer gesagt, Astronomie kommt von no minder bemittelte bitte. Sehr gut. Ein Kumpel von mir hat vor ein paar Jahren seinen Master in Astronomie gemacht und schrieb nur so, geil, ich bin jetzt Master of the Universe. War nicht sehr gut. Also wir fangen wir mal mit den Himmelsgestirnen an. Also diese Gestirne, die haben ja eine gewisse Art, sich zu bewegen
Mit den Jahreszeiten, mit den, genau, mit den Tageszeiten und so weiter und so fort. So, also die noch, ich sag mal, relativ realistisch klingenden, muss man dazu immer sagen, Dinge sind eben das mit der Sonne, ne, dass die sich so spiralförmig von der Mitte wegdreht. In der Mitte steht übrigens der Polarstern, deswegen ist er immer an derselben Stelle, wobei ignoriert wird, dass er in der Südhalbkugel woanders ist. ist wirklich, es ist ja, total krass, das ignorieren die ja, einfach. Ja, klar. So, der ist halt, der ist so eine Konstante direkt über dem Nordpol. Also, und darum schwirrt halt sowohl Mond und Sonne in so Yin-Yang-Form. Hm. Ja, ah, okay. Also okay. Die Dunkelheit verdrängt das Licht und umgekehrt. Mhm. Ja. So, der Mond an sich wird nicht von der Sonne angestrahlt, sondern der leuchtet selbst. Mit, Moment, das ist noch nicht das Witzige. Das Witzigste ist das Argument, warum. Ja. Steine reflektieren nicht so viel Licht. Ach so. Ja, ja klar. Deswegen leuchtet er selbst. So. Zum Thema Sonnenfinsternis und so, das ist natürlich, wie soll denn das dann funktionieren? Da sieht man doch, wie die sich voreinander schieben. Das geht ja gar nicht, wenn die sich gleichzeitig bewegen. Doch geht, denn entweder verdunkelt der Mond sich selbst, weil der kann seine Helligkeit regulieren. How convenient, ne? Es ist wie so ein schlecht geschriebener Film. So plötzlich geht's. Ja, genau. Oder, und jetzt wird's noch abstruser, es gibt eine sogenannte schwarze Sonne oder Rahu. Ja, das stimmt. Ist der Begriff. Das ist ein unsichtbarer, zusätzlicher dritter Himmelskörper, ja, der ungefähr so groß ist wie der Mond, sprich auch ungefähr so groß wie die Sonne. Und der schiebt sich von Zeit zu Zeit vor Sonne und Mond. Und ja, der hat so eine Art Antilicht. Ja, nee, pass auf. Rahu ist eigentlich, wenn du so möchtest, der Sinngestalt in Antimaterie. Genau. Und wir haben den, weil wir sind ja besonders. Genau. Wir als Erde sehen den, weil wir sind besonders. Ja, das ist wirklich so ein, es gibt zwei Argumente von denen, wo man ganz krass merkt, dass jemand die gefragt hat, warum ist denn das und so, und die sich ganz schnell was ausgedacht haben. Ja, so klingt es auf jeden Fall. Das ist einmal Rahu, die schwarze Sonne, und das andere ist das mit der Gravitation, da kommen wir gleich zu. Das mit der Gravitation ist ja, der Oberhammer. Nehmen uns ganz langsam mit, genau. Tobi. Das mit der Gravitation ist wirklich der Oberkracher. Ich will es gar nicht spoilern für die anderen, aber lass uns Gravitation noch ein bisschen schieben. Genau. So, und jetzt gibt's halt, so, warte mal, Sonne haben wir. Ich habe da gleich eine Frage. Ja. Wie erklärt man denn dann die verschiedenen Mondphasen? Ja, die Mondphasen sind also entweder eben durch Rahu, dass er sich davor schiebt, oder eben durch die eigene Lichtregulierung des Mondes. Genau. Und warum macht der Mond das, dass er sich selbst zu einer Sichel reguliert? Das weiß man halt dann nicht, ne? Das ist halt so. Aber was ich zum Beispiel auch viel interessanter fand, Weiß hat einen von den Flat Earthern interviewt. Das Magazin Weiß? Magazin Weiß, also nicht Weiß wie die Farbe, sondern V-I-C-E, wie Miami Weiß. Und die haben einen von den Flat Earthern interviewt und sind auch genau auf diese Sonnenfrage eingegangen. Und meinten dann halt auch zu denen, erstmal, die Sonne müsste man permanent sehen, dieser Theorie zufolge, weil die Sonne strahlt nicht wie eine Lampe. Ja. Also wir sind nicht auf einem Punkt abgeschirmt, sondern du würdest permanent die Sonne eigentlich sehen, es würde niemals komplett nachts werden. Also die Sonne ist ein Spot. Das muss ich mir so vorstellen. Spotlight. Diesen Spot nach unten. Wie so ein gerichteter Scheinwerfer. Genau. Und wenn es Nacht wird, müsstest du sie eigentlich ganz weit weg noch sehen. Genau, also es würde immer so leicht dämmern eigentlich im Prinzip, wenn diese Theorie stimmen würde. Und das Ding ist halt, wenn du am Nordpol bist, müsste es permanent Mittagssonne sein, laut dieser Theorie. Nee, es ist außer im Winter, da ist sie ja weit weg. Ja, na klar. Und warum auch nicht, ne? Und das Ding war halt auch, als dann einer drauf angesprochen wurde, so, ja, sowas gibt's, alle Bilder, die ihr seht, wenn Forscher oder sowas am Nordpol sind, das ist, auch wenn es an Tag ist, das ist eigentlich um Mitternacht. Naja, das ist. Oder es müsste eigentlich alles um Mitternacht sein, und darauf hat der Weißtyp dann, Flat Earther dann auch gesagt, so, ja, jetzt versucht er unwissenschaftlich zu werden. Ja. Da wird er nicht drauf antworten. Also, das sind halt so diese Punkte. Also, früher hat man ja, wenn man an Flat Earth gedacht hat, geglaubt, dass die Sonne dann so am Horizont versinkt und unter der Pizza, also bezeichne das jetzt mal als Pizza, so die Flat Earth, dass die Sonne unter der Pizza dann verschwindet und dass wir sie deswegen nicht sehen. Dass diese Theorie, das haben die Flat Earther aber wenigstens eingesehen, die geht überhaupt nicht klar mit den Tageszeiten, mit den Zeitzonen auf der Welt. Genau. Denn dann müsste es ja gleichzeitig auf der ganzen Welt auf einmal dunkel werden. Pass auf, jetzt will ich Fred mal fragen. Wie würdest du bei einer flachen Erde, und das ist wirklich der Oberkracher, wie würdest du Zeitzonen erklären? Das habe ich auch irgendwo gelesen. Die Zeitzonen werden ja dadurch erklärt, dass die, wie ihr schon beschrieben habt, dass die Sonne in solchen Spiralformen als so eine Art Spotlight über die Pizza fährt. Nee, aber wie kann es in New York 6 Uhr morgens sein, wenn es bei uns 12 ist? Ja, ganz einfach. Da ist bei denen halt die... Oder nee, warte mal, die Frage, die ich online gelesen habe, war, da hat einer die Frage gestellt, wieso verliert man knapp 12 Stunden, wenn man mit dem Flugzeug Richtung Osten fliegt?
Ist ja so, wenn du von hier nach China fliegst, verlierst du ungefähr 1,5 Tage. Naja, du verlierst ja nicht. Also Moment, Moment, pass auf, natürlich. Das, aber das will ich kurz ausformulieren. Du verlierst ja nicht wirklich Zeit. Der Ausdruck Zeit verlieren in diesem Zusammenhang ist ja nur eine Verbildlichung. Ja. Du hast einfach nur ein anderes Datum auf deiner Uhr, aber du verlierst keine Zeit. Ja, aber du warst ja offiziell, wenn du dann in China bist, du offiziell 1,5 Tage voraus. Also du bist dann plötzlich 2 Tage vorher da. Ja. Also boah, das ist also, das muss man sich 2 Tage später. Das muss man. Das Schwierige bei dieser Theorie und wie wir gerade darüber sprechen, ist, dass man sich das wirklich bildlich vorstellen muss. Jetzt stellt euch mal kurz die Kugel vor. Mhm. Auf der Kugel, wenn wir von hier nach New York fliegen, fliegen wir einfach nur eine gerade Linie dahin, auf der nördlichen Hemisphäre. Mhm. Wenn wir jetzt mal die Pizza nehmen, also die Flat Earth, dann bewegen... Die Flat Earth. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Parship. Alle 11 Minuten fickt ein Single. Wo war ich jetzt? Genau, wenn wir mal die Pizza nehmen, die Flat Earth, wenn ich von Kieselbronn nach New York fliege auf der Flat Earth, dann fliege ich nicht eine gerade Linie, sondern dann fliege ich praktisch so einen Kreis. Mhm. Versteht ihr, wie ich meine? Mhm. Und fliegst damit, wie so eine Ellipse quasi. Genau, also und da fliege ich dann praktisch vor der Sonne weg, die ja auch sich kreisförmig, spiralförmig bewegt. Kranker Scheiß. Ja. Oder halt gegen die Sonne. Ja. Pass auf, die Flat Earther, und das finde ich ziemlich geil, erklären es folgendermaßen. Ich finde Freds Erklärung finde ich sogar gar nicht mal schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist die offizielle Flat Earth Erklärung. Ich habe anderes gelesen. Ja, es gibt keine offizielle, es gibt zu allem alles, das ist total irre. Es gibt Flat Earther, die es erklären mit: Naja, ich kann mir das so mit dem Wind erklären. Ah ja, stimmt. Das heißt, wenn du Rückenwind hast, bist du ja prinzipiell schneller. Ja. Genau, stimmt. Ja, mega, du bist geil. Dann wirklich schneller. Also du kriegst dann wirklich Stunden dazu. Das heißt, wenn du Richtung China fliegst, dann hast du ja prinzipiell Rückenwind, weil aus der Richtung kommt der Wind. Ist ein Kracher, oder? Deswegen bist du so schnell. Und dadurch verlierst du dann Zeit oder gewinnst Zeit. Ja, genau deswegen. Ja. Deswegen verliert oder gewinnt man dann halt Zeit. Dass das aber, egal wo du hinfliegst, halt konstant ist. Dass, wenn du gen Westen fliegst, halt Stunde weg, also du den Tag nochmal erleben musst, wenn du dann da bist. Oder halt gen Osten fliegst, Tag weg, oder 2,5 Tage weg. Du kommst 1,5 Tage quasi später an. Ja, ist denen vollkommen egal. Jetzt hat man nicht gesehen, dass ich mit dem Kopf geschüttelt habe, ne? Schütteln wir einfach alle mal kollektiv mit dem Kopf. Wollen wir zum nächsten Gestirn kommen? Oh ja, bitte. Und zwar die Sterne. Ich habe ja gerade schon mal angeteased, das mit den Nazis. Also es gibt ein paar Leute, die glauben, dass auf dem Mond, auf diesem winzigen Mond, Nazis leben. Die haben sich da versteckt, so genau wie unter der Erde ja eben auch. Mhm. Und die projizieren die Sterne. Warum, keine Ahnung. Das ist halt so. Um uns, also vieles dieser ganzen Geschichten der Flat Earth, also die Beweise oder warum das Ganze so ist, basiert darauf, dass die oberen 10.000, nenne ich sie jetzt mal, also dass eine gewisse Elite, eine Wissens- und Geldelite, es geht immer um Wissen und Geld, und Geld uns verwirren wollen, uns manipulieren Lass wollen. Lass noch gar nicht über die Motive sprechen, kommen wir noch Ja, aber dazu. Mehr Motive gibt's nicht. Und deswegen gibt's halt Nazis, die Sterne projizieren. Ja, das, es gibt das aber Ding ist nämlich auch die NASA. Ja, warte, ja, da sind wir noch nicht. Nee, ich dachte, du kommst gerade mit dem NASA-Nazi-Vergleich. Lass uns erstmal über die Nazis sprechen. Ich spreche jetzt gerade über Sterne. Okay. Ja, wir haben gesagt, wir sprechen über Sterne. NASA nicht gerade so weit weg, ne? Also, die Sterne. Ja. Wo war ich? Genau, das mit der Projektion. Dann, und das haben wir bisher noch nicht geklärt, es gibt einen ganz, ganz wichtigen Punkt innerhalb der Welterstellung, weil das deckt sich in fast allen Flat-Earthern, ist halt der Himmel, dass er sich wie eine Kuppel über den Planeten. Das ist wie so eine Käseglocke beim Essen, die sich auf die Pizza stürzt. Ja. Also das basiert Under the Dome. Ich wollte gerade sagen, das basiert überhaupt nicht auf einem Stephen King-Roman, Under the Dome, oder auf der furchtbaren Serie dazu. So, und dieser Firmament, das steht ja auch so in der Bibel, dass Gott ein Firmament geschaffen hat, also eine Kuppel um die Erde, daran kleben die Sterne. So, die bewegen sich aber gegen den Uhrzeigersinn zum Polarstern, weil ist so. Ja. Das mit der Kuppel wird ja als Argument der Flat Earther, sorry Tobi, nur ganz kurzer Zwischeneinwurf, das wird von ganz vielen Flat Earther eingeworfen, dass diese Vorstellung einer Kuppel, die auf der Pizza draufsteht, dass man diese bildliche Vorstellung in extrem vielen archaischen Kulturen und Religionen vorfindet. Ja. Also das ist nicht nur diese Flat-Earth-Theorie, das findet man auch im Buddhismus zum Beispiel und in vielen anderen alten Kulturen. Das finde ich ziemlich geil, das hatte ich auch mir aufgeschrieben, dass sie eins der Argumente halt ist, dass die Menschen schon immer
in allen Kulturen davon ausgegangen sind, dass die Erde flach sei. Das Witzige ist aber, selbst zu Zeiten Aristoteles und Co. gab es Menschen, die schon gesagt haben, das Ding ist rund und das auch belegen konnten. Da komme ich gleich nochmal zu, weil das ist ganz interessant. Also die, ich sag mal, den umgekehrten Weg, wenn wir jetzt mal die Geschichte der runden Erde betrachten. Ja, also zu dem Argument ist das ganz interessant. Aber erzähle ich gleich. So, was haben wir noch? Genau, die Hologramme, Polarstern, die kleben da dran. Ja, Meteoriten ist der nächste Himmelskörper, den es so gibt. Oh, das kenne ich nicht. Die gibt's nicht. So, ich meine, ganz ehrlich, hast du schon mal einen Meteoriten gesehen? So, und jetzt kommt nicht der Punkt, wenn es nämlich... Ja, wirklich. Gesehen, und, ja, aber nicht aus nächster Nähe. Ja, das meine ich. Ne? Also Gott sei Dank. Abstürzenden Meteoriten, darum geht's. Also ein Meteor auf die Erde. Es gibt ja praktisch keine Beweise dafür, dass es die schon mal gegeben hat, außer Millionen von Funden. Und das sind dann aber keine Meteoriten gewesen. Und eine, oder Videos aus Russland von so Autocamps und so. Ganz aber genau. Yellowstone genau. Park und sowas. Das sind Fakes. Das sind alles Fakes. Das dürft ihr nicht vergessen. Ja, das ist sowieso. Alle Fotos und Aufnahmen von allen möglichen Raumorganisation seit 1968, seit der Mondlandung, alles Fake. Bisher. Ja, da gibt's auch super Begründungen dafür. Ich spreche mir gleich drüber. Generell auch. Die Erdbilder, aber die von der NASA mal veröffentlicht werden, alles Fake. So, wichtig ist noch, wenn es Meteoriten dann doch gibt, wie in dem Fall in Russland, falls das kein Fake sein sollte, ist das höchstwahrscheinlich ein Teil des metallenen Firmaments, der abgebrochen ist. Was? Ja. Von der Kuppel? Ja, genau. Weil es gibt Stimmen, die sagen, diese Kuppel ist aus Metallen. Also aus Metallen, weil Metalle haben ja immer auch sakrale Hintergründe. Kommen wir jetzt beim Thema Präastronautik nochmal zu. Sakrale Hintergründe. Sakrale Hintergründe. Also so göttliche oder religiös aufgeladene. Genau. Und ne, warum Gold heilig ist und so weiter. Da gibt's ja ganz viel zu. Jedenfalls gehen die dann eben davon aus, also manche, dass diese Kuppel aus Metallen besteht, aus irgendwelchen nicht auf der Erde befindlichen Metallen. Und wenn davon was abbricht, dann ist das ein Meteorit. Deswegen auch die Erklärung, dass da Metalle herkommen, die aus wir Adamantium. Hier gar nicht haben. Ach so, ja. Adamantium, Vibranium. Natürlich. Genau. Wie heißt das bei Fantasy, wo Bilbo bei Herr der Ringe die Mithril. Rüstung? Mithril. Mhm. Ah, bei Ultima Online hatte ich auch eine Mithril-Rüstung. Geiler Shit. Super geil. Ja, das sind so die Erklärungen für die Himmelskörper. Witzigerweise ist das auch so ziemlich alles. Es gibt wahrscheinlich Vertiefungen, also wenn habe ich sie nicht gefunden. Vertiefungen zu diesen einzelnen Punkten, aber das ist so deren Argumentation. Also wirklich die einfachste Variante, wie man den Himmel erklären kann. Die Sterne kleben halt da und drehen sich. Ja. Und zwar am Stück. Ja, aber wie gesagt, was ich halt noch gefunden habe, so klar, dann dieses Satellitenbilder und Teleskopaufnahmen sind ja generell erstmal falsch und fake, ne? Das ist ja alles gelogen. Und ja, dann lass uns jetzt mal über die NASA reden. Ja, pass auf, genau. Das halt die Erde, auch wenn alle anderen Planeten als rund erscheinen, generell ist auch ein Argumentationspunkt immer, die Erde ist was Besonderes, weil sie ist belebt. Ja, sie ist der Mittelpunkt des Universums. Genau, also wir haben... Das finde ich so geil, das ist so ein arschiges Argument einfach nur zu sagen, so wir sind halt geil, deswegen ist das so. Wir kennen super viele extra solare Planeten mittlerweile und natürlich auch schon seit geraumer Zeit die Planeten in unserem eigenen Sonnensystem. Die sind alle rund. Alle Himmelskörper, die wir mittlerweile im Weltall gefunden haben, sind nicht flach. Und die selbst wenn sie flach wären, es gäbe extreme Schwierigkeiten, wenn die flach wären. Ja, das wäre praktisch nicht möglich aufgrund der Gravitation. Eben drum, weil selbst wenn sie flach wären, aufgrund der Gravitation würde der Körper immer wieder bei seiner Masse würde immer wieder zu einem Ball zurückspringen. Wir sprechen noch über Gravitation. Lass uns doch noch nicht vorwegnehmen. Und die Frage ist halt, wenn alle anderen Himmelskörper, die wir kennen, rund sind, wieso sollen wir dann die einzigen sein, die flach sind? Weil es gibt keine anderen Himmelskörper, Fred. Hast du mir nicht zugehört? Ja. Die sind erfunden. Ja. Das ist Fake. Genau. Und mit dem bloßen Auge kann ich. Auge kann ich auch die Krümmung der Welt nicht sehen. Das sind alles Kameralinsen. Woher weißt du denn von den anderen Planeten? Von der NASA, richtig. Naja, und das ist Fake. Von Star Trek hauptsächlich. Oder aus Lehrbüchern. Auch Fake. Star Trek soll Fake sein? Fake. Star Trek ist Fake. Alles Fake. Laut denen ist Star Trek Fake. Pass auf, die NASA. Die laut NASA denen. Töte sie. Die NASA, mein Lieblingsargument war, die NASA ist ja fast ein Anagramm für Nazi. Ja, finde ich super. Fast. Man muss nur ein Z hinzufügen und ein A wegnehmen. Und nie einfügen. Nur die Hälfte der Buchstaben stimmt nicht. Ja, wirklich, das ist kein Scheiß, ne? Das ist fast ein Anagramm. Anagramm für Satan übrigens auch. Warte mal. War das jetzt ein Gag von dir, Tobi? Nein. Glaub's wirklich. Wirklich. Es gibt wirklich Leute, die sagen, NASA ist beinahe ein Anagramm für Nazi und für Satan. Deswegen kann das nur was Böses sein. Ich gehe nach Hause. Tobias ist auch fast ein Anagramm für Bier. Du musst das nur umstellen.
B ja, mein Name richtig. B und I ist da auch drin. Sagen, wenn du meinen Namen rückwärts liest, dann kannst du, dann ist meins quasi ein Anagramm für Drache. Ja. Und Fred ist fast ein Anagramm für hyperkalifragilistisch expoallegetisch. Ja, richtig. Fehlen nur 20.000 Buchstaben. Ja. Und das Kernargument dieser ganzen Nummer, abgesehen von dem bescheuerten esoterischen Kram mit den Anagrammen und so, ist, dass NASA, also in der ursprünglichen Form der NASA, haben die mit wie heißt der, Werner von Braun zusammengearbeitet, ne? Diesen Nazi-Wissenschaftler. Genau. Kennt man, also seine berühmteste Erfindung war die V2-Rakete. Die London vor allem Londoner. Ja, ich wollte gerade sagen, die London ausgelöscht hat, diese Phosphor-Rakete da. Hat er nicht sogar den Düsenantrieb an sich entwickelt? Ja, der hat so ziemlich alles erfunden. War ein krasser Typ, mega krasser. Ich wollte gerade sagen, was so militärisch und flugtechnisch so heute gibt, das beruht fast alles auf dem. Der hat so eine, der hat doch den Grundstein zum Navi, glaube ich, sogar gelegt, ja, weil die V2 ein super Navigationsgerät auf der Also Nase. Der ist praktisch so der Schöpfer des halben N24-Nachtprogramms. Ja, so in etwa. Also der hat wirklich die Raketentechnik, die wir heute kennen, hat er erfunden. Oder begründet zumindest. Und also ein krasser Typ. Und logischerweise haben die Amis sich den halt irgendwann von den Nazis weggeschnappt und den für sich arbeiten lassen. Es haben Operation Papercut? Ja, genau, Paper Cut. Die haben sich ja super viele. Nee, war es Paperclip? Paperclip, glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall, das war eine Operation, in dessen Zuge sich... Stimmt, du hast recht, ich glaube Paperclip. Ja. Die Amis haben sich die ganzen deutschen Nazi-Wissenschaftler unter den Nagel gerissen. Genau, unter anderem eben Werner von Braun, logischerweise, weil wer sowas bauen kann, ist wichtig, gerade in dieser ganzen Wettrüstnummer gegen Russland, was Atomraketen angeht, was Raumfahrt... Paperclip. Was Raumfahrtprogramme angeht und so weiter. Und da der eben deswegen auch einer der Begründer der NASA war, oder beziehungsweise in der Gründerzeit der NASA daran beteiligt war, sind das alles Nazis. Genau. Aber das finde ich auch so geil, halt so wirklich, dass sie davon ausgehen, dass so alle Fotos und alles, was es irgendwie gibt von der runden Erde, von der NASA, von der ISS, von der ESA, von der CNSA und von Roscosmos, dass die seit 68 gefälscht sein sollen. Ja, genau. Also die größten und wichtigsten Raumfahrtorganisationen verschiedener Nationen stecken alle unter einer Decke. Ja, genau. Das macht super viel Sinn. Ja, auf jeden Fall. Die legen ihre ganzen Differenzen und alles, was sie so haben, beiseite über Generationen hinweg, weil von 1968 an sind da bestimmt 2 oder 3 Generationen durchgewandert, die da gearbeitet haben. Und natürlich jeder hängt dieser Theorie mit an. Oder was heißt nicht Theorie, sondern diesem Plan, dass wir die Menschheit mal so richtig verarschen. Wichtig ist auch, dass das auch kein Zufall, dass einer der ersten NASA, großen NASA-Programme Apollo hieß, weil Apollo ja der Sohn des Teufels ist. Das stimmt nicht. Das ist der Sohn von Zeus und Leto. Aber es ist der Sohn des Teufels. Die Geschichte mit den Fotos, also das ist ein beliebtes Argument der Flat Earther, dass es keine Fotos der Erde gibt. Und das ist das nennt man in der Wissenschaft und besonders so im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien, non-verifiable statement. Also du kannst das nicht verifizieren. Denn jedes Foto, das du einem waschechten Flat Earther zeigen wirst, wird er als Fake abtun. Man muss dazu aber auch sagen... In Zeiten von Photoshop und Co. aber auch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und vor allem, es ist ja mal so eine Excel-Tabelle rausgekommen mit irgendwelchen tatsächlich, also Belegen für Fakes der NASA. Also die haben wirklich teilweise Fotos bearbeitet, um sie einfach schöner und krasser und Werbung für sich selbst zu machen. Moment, Nebel. Sie haben Nebelbilder und sowas, aber genau. Du siehst halt auch Bilder von der Erde von, ich glaube, 2003, wo Amerika um einiges größer ist und dann von 2017, wo Amerika wieder einiges kleiner ist, wo der PR-Chef aber auch gesagt hat, ja, wir haben es bearbeitet, weil wir mussten. Ja. Es ist halt irgendwann geleakt worden, dass die wirklich gefaked haben, viel sogar. Man kann denen, also ich bin der NASA ehrlich gesagt auch ziemlich skeptisch gegenüber. Ich bezweifle, dass die uns auch nur einen Bruchteil von dem erzählen, was die so machen. Aber direkt zu sagen, dass es Nazis sind, finde ich schwierig. Wichtig ist auch, dass seit den 60ern oder so irgendwann ist ja die NASA dann staatlich geworden. Seitdem ist halt sowieso klar. Also seit dem Raumfahrtprogramm halt einfach. Ja. Und das erste Bild der Erde, wirklich, man nennt es ja Rising Earth, wo mit Apollo 8 war das ja, die 8. Mondmission, fotografiert wurde. Das ist ja das erste Bild der Erde halt wirklich vom Mond aus fotografiert mit einer Hasselblatt-Kamera, die halt wirklich vom Mond aus gesehen aufgeht, wie bei uns der Mond quasi. Ist noch zur Hälfte verdeckt. Dieses Bild heißt Rising Earth. Ja. Was ist denn eine Hasselblatt-Kamera? Eine Hasselblatt-Kamera ist so der übelste Shit, also was heißt Shit, aber im positiven Sinne, an Modekameras, die es halt zum Beispiel gibt. Hasselblatt ist so... Also besser geht's nicht. Ist das eine Firma? Habe ich noch nie gehört. Hasselblatt ist der Kamerahersteller. Die haben die ersten Kameras zur Mondlandung damals gebaut und sind heute Steppenhirsch? Nee, wie sagt man? Platzhirsch in der Kamerariege. Also eine Kamera von denen kostet so ungefähr, wer gut Geld hat, so um die 10.000 bis 50.000 Euro.
Oh krass, ja, ich sehe es hier gerade bei Google Shopping, 13.000 für die Hasselblad X irgendwas. X1D, ja, das ist die kleine Handheld-Kamera. Gib mal die 5HD ein. Die kostet, glaube ich, 30.000 oder 50.000 Euro. Ja. Oder HD, nee, D5HD oder so. Hm. Ja, finde ich jetzt nur Objektive, ja. Aber ich glaub's dir. Ja, krass. Dann ist ein großer Streitpunkt natürlich die ISS. Weil A, die liefert ja Bilder ohne Ende und B, kann man die ja auch durch Teleskope sehen, ne, diese ISS. Und sagen dir die Astronomen. Genau. Aber wieso kann ich die jetzt zu Hause sehen, wenn ich mir ein anständiges Teleskop kaufe und ich sehe die ISS? Hast du eins, Tobi? Nein, aber es gibt eine Begründung dafür, warum das so ist. Wie, warum du die ISS nicht sehen kannst? Nein, warum ich, wenn ich mir jetzt ein anständiges Teleskop kaufe, so als Hobby-Astronom, ja. Dann kann man die ISS sehen. Die siehst du so ein bisschen schleierhaft, sieht man die da durch. Du kannst sie an wirklich klaren Tagen und mit etwas Glück auch mit dem bloßen Auge sehen. Ich wollte sagen, die kannst du nachts sogar sehen. Die sieht aus wie so ein sich sehr schnell bewegender Stern einfach. Ja, es ist ziemlich gruselig, wenn du die einfach so siehst. Winzig, wirklich nur so ein weißer Pixel am Firmament, aber du kannst sie sehen. Ich möchte dazu was vorlesen. Also erstmal so zusammengefasst, die ISS ist eine Lüge, Fotomontagen und Hologramme erzeugen den Effekt einer Raumstation. Und jetzt Zitat, es ist nicht auszuschließen, dass in diesen modernen Teleskopen, in Klammern auch für den Amateurbereich, eine gewisse Software integriert ist, die eine ISS simuliert und auch immer weiß, wo die ISS sich gerade befinden soll. Genau, im 18-Euro-Teleskop von Aldi. Ja. Ja. Da steckt halt von der Regierung eine eingebaute Software drin, die projiziert. Ich finde es so geil, dass die Flat Earther halt zum Beispiel der NASA, der ISS, also nicht der ISS, aber hier zum Beispiel auch der ESA und so, und unter anderem halt auch den Globus-Herstellern vorwerfen, dass sie an der Lüge profitieren. Was haben die armen Hersteller von einem Globus damit zu tun? Es ist so, als würdest du Langenscheid vorwerfen, dass er mit den Sprachen, mit der Unwissenheit der Menschen Sprachen zu verstehen, halt Geld verdient. Ja, wir sind ein Globushersteller. Aus technischen Gründen, weil alle Maschinen so eingestellt sind, können wir nur Kugeln herstellen. Ja, genau. Deswegen erfinden wir jetzt eine Theorie, dass die Welt kugelförmig ist. Ja, denn wer möchte schon flache Globen kaufen? Was für ein Bullshit. Wahnsinn, oder? Es ist wirklich lächerlich. Richtig lächerlich ist noch der Punkt Ebbe und Flut. Oh, ja, sehr interessant. Nee, wir sollten vielleicht vorher Gravitation machen, weil Ebbe und Flut hängt ja mit der Gravitation zusammen. Also Ebbe, ja, kurz gesagt, Gravitation ist und bleibt eine Theorie. Genau. Unbewiesene Theorie. Es ist eine Lüge. Also die meisten nennen es eher Lüge als Theorie. Ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass wenn wir springen, wieder landen. Wenn wir es hochwerfen, landet es wieder. Wie kann das sein? Soll ich erklären? Hast du dich da vorbereitet? Ja. Oder? Ich hab's auch, aber lass mal Tobi erst. Ich will's von Tobi hören. Also das Ding ist, die Erde bewegt sich mit einer sehr großen Geschwindigkeit immer nach oben. Mhm. Und zwar wie ein UFO. Wir rotieren und bewegen uns dabei mit 9,81 Meter pro Quadratsekunde, also die Fallgeschwindigkeit, nach oben. Genau. Kontinuierlich. Und deswegen fallen Dinge wieder runter. Ich meine, jetzt fragst du dich mit Sicherheit, wieso bewegt die sich nach oben? Wegen der dunklen Materie. Genau, die uns nämlich gleichzeitig auch leicht wieder nach unten drückt. Das Ding ist aber nur, wenn du Flat Earther fragst, warum dann Vögel fliegen können und halt nicht am Boden kleben, so wie wir dann halt quasi, ne? Dann ist das wegen der dunklen Materie. Genau. Warum auch immer. Weil jeder, der ein bisschen Ahnung von Physik hat, weiß, dunkle Materie ist nicht wie ein leerer Raum, nicht wie ein schwarzes Loch, was uns einsaugt. Das ist sehr konzentrierte Materie, die eigentlich eher so eine starke Anziehungskraft hat, dass sie uns einsaugt. Und dazu muss ich brennend sagen, dass wir nicht wirklich wissen, was schwarze, dunkle Materie ist. Es gibt mittlerweile Ideen und es gibt Hinweise, aber wir wissen es noch nicht wirklich. Ja, aber man weiß definitiv, dass ein schwarzes Loch zum Beispiel nicht ein luftleerer Raum im Universum ist. Das ist definitiv etwas, was es ist wie ein Ball, der eine unglaublich krasse Gravitation hat, dass er sogar Lichtatome einsaugen kann. Also sprich, die begründen das Fehlen von Gravitation mit der Gravitation von schwarzer Materie. Da muss ich gleich noch was dazu sagen. Also, die Flat Earther bestreiten ja nicht, dass es Schwerkraft gibt. Das wird oft falsch verstanden. Also Gravitation. Sie sagen, Gravitation gibt's nicht. Schwerkraft ist das, was von oben nach unten fällt. Ja, Moment, die Flat Earther sagen, ja, es gibt Schwerkraft, aber sie funktioniert völlig anders als das, was uns die klassische Physik erklärt. Also Schwerkraft ist ja im Prinzip Massenanziehungskraft. Alles um uns herum, das Masse hat eine Anziehungskraft auf andere Masse.
Das Blatt Papier, das Tobi gerade vor sich liegen hat, hat eine gewisse Anziehungskraft auf das Mikro, das er gerade vor sich hat. Die ist natürlich extrem, extrem klein, unfassbar klein. Aber wenn es groß genug wird irgendwann, dann wird das merkbar. Die Erde ist ein riesengroßer Ball, der unglaublich viele Millionen und Milliarden von Tonnen Masse vereint und hat deswegen eine merkbare Gravitation auf uns. Und je größer ein Himmelskörper ist, desto mehr Gravitation hat er. Und das finde ich halt auch so krass, weil sie sagen halt nämlich, weil du musst dir die Dimension unserer schönen runden Erde ja auch mal vorstellen, ne? Mit über 40.000 Kilometern Durchmesser. Umfang meine ich. Umfang, ja. Und das dann halt verglichen wird mit, genau das dann halt verglichen wird mit, naja, also wenn das stimmt, dass große Körper auf kleine eine gewisse Anziehung auswirken, warum bewegt sich denn dann das Centstück nicht auf mich zu? Ganz genau, genau. Wenn du lässt einen Stift fallen, wieso kommt der Stift dann nicht wieder zu dir zurück? Weil du vielleicht nur den Bruchteil eines Milliardstels der Masse der Erde hast und wenn du mit deiner Masse mit der Erde konkurrieren kannst, dann solltest du dringend was an deiner Ernährung ändern. Ja. Aber das ist halt so das Ding. Klar, Gravitation, also sie haben irgendwo recht, Gravitation ist eine Theorie, weil ohne Grund hätten die Leute nicht oder die Wissenschaftswelt wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als es hieß, hey, wir haben das erste Mal mit Einsteins Relativitätstheorie Gravitationswellen nachgewiesen. Ja. Oder sagen können so, ja, weil warum die Erde im Prinzip ein Ball ist, erklären wir uns nun mit, alle Planeten sind ein Ball und das ist aufgrund der Gravitation. Man geht ja davon aus, dass es ungefähr mit unserem Erdkern zusammenhält, dass er sich schneller in entgegengesetzter Richtung zu unserer Erdrotation bewegt. Was hat das mit Gravitation zu tun? Ja, das ist halt das Ding. Davon geht man halt aus. Das ist halt wirklich Teil dieser Theorie halt auch, dass sich deswegen eine Anziehung entsteht, wodurch große Gesteinsmassen zu einer Mitte hingezogen fühlen. Das ist extrem grob, was ich gerade sage. Wirklich extrem. Ja. Da muss ich dich aber kurz bremsen. Die Rotation des Erdkerns hat nichts mit der Gravitation zu tun. Wenn die Erde ein fester, riesengroßer Bollen wäre, hätte sie genauso viel Gravitation. Ja, okay. Gravitation wird wirklich nur durch schiere Masse erzeugt. Das ist nur die Masse, die für die Gravitation zählt. Ja. Und wenn du einen Haufen Dreck oder Gas ins Weltall schmeißt, und das hat der Big Bang so gemacht, dann fügt sich das zu einem Ball zusammen, weil die Natur oder ich sag mal die Physik immer, die Physik oder ich sag mal die Natur der Dinge ist so wie wir Menschen, faul. Die strebt immer die einfachste Art der Existenz Newtons an. Newtons Gesetz, erstes Gesetz, jeder Körper ist prinzipiell immer erstmal in Ruhe. Die sind in Ruhe. Solange ihnen keine Aktivierungsenergie zugeführt, ist ein Körper in Ruhe. Sorry, Richard, es ist auch falsch. Nein, das ist das erste Newtonsche Gesetz. Ja, ich weiß, das ist wirklich Haarklau. Wie sagt man, wenn man... Haarspalterei, aber es ist wichtig. Nicht in Ruhe, er möchte seinen aktuellen Bewegungszustand beibehalten. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, okay. Ein Körper, der sich bewegt, möchte eigentlich auch in Bewegung bleiben. Ein Körper, der in Ruhe ist, möchte auch in Ruhe bleiben. Das ist okay. Also diese Trägheit, der Masse, Trägheit der Masse. Das ist einfach nur die Trägheit. Genau. Oh, okay. Ja, Trägheitsgesetz, genau. Danke. Ja. Das Wort hat mir jetzt echt gefehlt. Ja. Und wenn du einen Haufen Dreck ins Weltall schmeißt, dann ist was ist die einfachste Form der Existenz? Einfach eine Kugel. Stell dir mal vor, das wären Würfel. Das wäre Stress für die Materie. Ja. Und ein Dreieck. Ein Dodekaedron. Wo waren wir gerade? Ach so, ja, also das finde ich super absurd. Das finde ich super plausibel und absurd gleichzeitig. Es ist eine nette Idee der Flat Earther, die Schwerkraft damit zu erklären, dass sich diese Pizza die ganze Zeit nach oben bewegt. Das nennt sich halt Universal Acceleration, also die universelle Beschleunigung. Das würde bedeuten, dass die Erde ständig mit 9,81 Metern im Quadrat beschleunigt, also nicht mit 9,81 km/h fliegt, sondern die beschleunigt ständig. Genau. Ja. Und das würde bedeuten, dass wir immer schneller fliegen, immer schneller, immer schneller, immer schneller und dass wir im Prinzip irgendwann mit, Achtung, mit Vorsicht zu genießen, diesen Ausdruck, aber unendlicher Geschwindigkeit durchs All fliegen. Ja. Das Ding, das Witzige finde ich halt einfach nur dieser Gedanke, dass wenn du springst, du nicht wieder nach unten kommst, sondern die Erde, das ist total geil, die Erde wieder zu dir geht. Das ist so nach derselben Logik wie ein Chuck Norris Witz halt einfach. Ne, er macht keine Push-Ups, er drückt die Erde weg. Ja, genau. So, ja. Das ist auch eine witzige Frage. Nach unserem heutigen Verständnis der Naturwissenschaft, des Universums, dreht sich ja die Erde mit einer wahnwitzigen Geschwindigkeit. 11 Kilometer pro Sekunde. Sind das nicht 1600?
Ja, Kilometer pro Stunde. Und das sind 11 Kilometer pro Sekunde. Okay. Ach so, 11 Kilometer. Also wirklich mit einer wahnwitzigen Geschwindigkeit. Und die Flat Earther argumentieren halt auch damit, dass sie sagen, warum merken wir davon nichts? Genau, warum spüre ich nicht diese wahnwitzige Geschwindigkeit? Ja. Wieso? Also da, ich habe da so ein YouTube-Video gesehen von irgendeinem Spast, der halt wirklich was, der hat irgendwas an seinem Schreibtisch genommen und runterfallen lassen und hat gesagt, ey, wenn wir uns mit 16 km/h die Sekunde bewegen würden oder wie auch immer die Zahl ist, wieso fällt das dann einfach nur kerzengerade runter? Ja, das hat auch einer mit einem Wetterballon gemacht, der 33 Kilometer hoch war, der hätte eigentlich 4000 Kilometer weiter unter aufkommen sollen. Erklär mir das. Das Ding ist halt, der völlig Stift ist genauso schnell in dem Moment. Wenn du in Ruhe bist und den Stift halt auch in dem Moment, dann ist der auch 11 Kilometer pro Sekunde schnell. Wenn du den fallen lässt, dann ist seine Beschleunigung nicht groß genug nach vorne hin oder in irgendeine andere Richtung hin, dass er einfach kerzengerade runterfällt. Genau, wir sind genau gleich schnell. Das Ding ist halt auch zum Beispiel, wenn zum Beispiel zwei Autos, sagen wir mal, jemand fährt mit einem Auto auf ein Laster zum Beispiel drauf, hinten auf ein Laster, ne? Wenn die beide 80 km/h jetzt fahren, dann erreichen die sich gegenseitig nicht. Wenn der andere Wagen jetzt mit 10 km/h auch nur schneller fährt, also mit 90, um den vorherigen Wagen einzuholen, um auf den raufzufahren, dann fährt er nicht mit 90 Sachen auf ihn drauf, sondern original nur mit der Differenz, nämlich 10 km/h. Ja. Also er fährt nur in 10 Kilometern pro Stunde Schrittgeschwindigkeit auf das andere Auto drauf. Genau. Kritisch wird's dann, wenn die auf einen Stehenden zusammenprallen, weil dann geht's nämlich von 90 auf 0. Genau. Genau, also wir man kann das übrigens ganz leicht das heißt also, nachbauen, wenn ich nur 10 km/h laufe. Jetzt halt doch mal den Mund. Jetzt muss ich mal den Holzpimmel kurz hochhalten und unser Signal für lass die anderen ausreden. Okay, entschuldige bitte. Ja, vor allem, ich habe gerade jetzt angefangen zu reden. Ich höre schon auf. Also man kann das relativ leicht nachbauen, um herauszufinden, ob die Erde sich dreht. Und zwar mit diesem sogenannten Foucault-Pendel. Das war so ein Franzose, der hat das unter so einer Kirchendecke gebaut. Das ist geil, das gibt's wirklich, das Ding. Ja, genau. Das kannst du auch ganz leicht nachbauen. Du, am besten nimmst du dir so eine runde Plattform, die stellst du auf irgendwas, das sie drehen kann. Ja? Also sagen wir einen Topfdeckel oder so, den man drehen kann. Und darüber lässt du ein Pendel. Machst du ein Pendel drauf und das pendelt so. Ja? Wenn du dann das Ding drehst, wirst du feststellen, der Pendel bleibt immer in derselben Richtung. Der Pendel bewegt sich nicht mit, der dreht sich nicht mit, der pendelt immer gleich. So, und jetzt machst du das Ganze statisch, also ohne dieses Ding zu drehen. Das dient nur dazu, um zu beweisen, dass das Pendel sich nicht bewegt. Stellst das hin und dann in kreisförmig so an der Spitze, da wo der Pendel ausschlägt, stellst du Stifte hin. Und im Laufe eines Tages wird dieser Pendel alle Stifte umgeboxt haben. Ja. Wie gesagt, der Pendel, hast du ja vorher nachgewiesen, bewegt sich nicht, wenn er sich dreht. Das heißt, alles andere dreht sich, aber der Pendel bleibt immer in der gleichen Pendelbewegung. Krass. Ja. Und das hat irgendein Franzose im 19. Jahrhundert. Das Ding steht wirklich irgendwo. Das wird. Da gibt es tausend von, wie gesagt, das kannst du selber bauen. Das wurde eine Zeit lang als Uhr genommen, das Teil, damit man halt weiß, so, weil wenn das Ding halt wirklich wenn du im Prinzip einen sich drehenden Untergrund hast und ein Pendel bewegt sich immer von links nach rechts, dann hast du irgendwann, wenn du die Punkte, an denen das Pendel am höchsten ist, wenn du die markierst, hast du irgendwann, kriegst du an den Eckpunkten von diesem Stern, den da quasi abläuft, kriegst du einen Kreis raus. Genau. Ja, klar. Ja. Und das, es gibt irgendeine Uni in Deutschland, da haben die das vorne im Eingang auch gebaut. Abgefahren. So ein Ding. Und das Ding ist halt einfach. Das kannst du ganz einfach selber bauen. Ja, das Ding ist aber tatsächlich, weil das braucht halt 24 Stunden, um einmal komplette Runde zu machen. Mhm. Ich glaube, so viel Nerv haben Flat Earther. Earthler nicht. Ja, zumal, wie gesagt, das Ding kann man sich angucken. Also es gibt davon Tausende auf der Welt und eben ein relativ großes in irgendeiner Uni in Deutschland. Ich habe es vergessen, wo. Ja. Also ich habe davon aber heute auch das erste Mal gelesen. Ja. Ich fand es mega geil. Das ist vor Kuppeln, das hatten wir irgendwann mal im Physikunterricht. Zu dieser nochmal so als Fazit zu dieser Geschichte: Wieso spüren wir die Geschwindigkeit? Nicht wichtiges Wort. Wir befinden uns in einem geschlossenen System. Ich bin auf der Erde, die sich mit 16 km/h die Sekunde, Kilometer die Sekunde dreht. Das bedeutet, ich bewege mich auch mit 16 Kilometern die Sekunde. Die Atmosphäre um mich herum, das ist ganz wichtig, die Luft um mich herum, die bewegt sich auch mit 16 Kilometern die Sekunde. Alles um mich herum bewegt sich mit 16 Kilometern. Deswegen merke ich das nicht. Und ganz wichtig, Geschwindigkeit spürt man nicht. Ja. Man spürt nur Beschleunigung. Das kennt jeder, wenn er im Auto auf der Autobahn ist. Mach mal Tempomat rein, auf egal wie viel km/h, du bist total gechillt. Du merkst nicht, dass du gerade mit einer Affengeschwindigkeit rumfährst. Ich würde sagen, fahr mal eine Stunde 120,
und dann sieh mal Schild, jetzt Geschwindigkeit frei, ja, und dann beschleunige mal auf 180. Das du, merkst du auch. Du spürst natürlich die Vibration, das Gerüttel, weil dein Auto halt kein perfekter Mechanismus ist, sondern ein bisschen wackelt. Das, was du spürst, ist immer nur das Bremsen und das Beschleunigen. Gutes Gegenbeispiel für diese Nummer mit dem, aber dann müsste ich doch von der Erde fliegen. Wenn du Fahrstuhl fährst, das ist ja noch viel passiver als Autofahren. Ja. Du stehst ja einfach im Fahrstuhl. Mhm. Und nach der Logik könnte es ja auch funktionieren, wenn der Fahrstuhl abprallt, einmal kurz hochzuspringen. Nein, weil du dich genauso schnell bewegst wie der fallende Fahrstuhl. Genau. Weißt du, was ich meine? Du und der Fahrstuhl, ihr bildet ein geschlossenes System. Genau, ihr seid gleich schnell. Das heißt, deswegen spürt man auch nur das Anfahren und das Bremsen, also da, wo ja manchen Leuten auch schlecht wird beim Fahrstuhlfahren. In der Mitte des Fahrstuhlfahrt merkst du es nicht, aber du bist deutlich schneller als vorher. Mhm. Und das wird dir spätestens klar, wenn das Ding runterkracht. Ich wollte ganz sagen, springen vorher. Sagen, um jetzt alle Klaustrophobiker mal ein bisschen zu schocken, auch wenn ihr hochspringt, wenn das Ding runterfällt, seid ihr am Arsch. Genau, weil ihr genauso schnell seid wie der Fahrstuhl. Geil. Um das jetzt so zu verbildlichen für alle Kack- und Sachhörer, wenn ihr anfangt zu saufen, merkt ihr das? Wenn ihr gerade zwischen dem 5. und dem 15. Bier seid, seid ihr relativ gechillt. Aber das ist zum Beispiel. Aber nach dem letzten Bier fühlt ihr euch mega scheiße. Aber das ist zum Beispiel sowas. Du merkst halt nur die Beschleunigung und das Bremsen. Man kann sich es auch ganz einfach zum Beispiel auch am eigenen Körper auch noch erfahren, wenn du zum Beispiel Zug fährst, bewegst du dich mit dem Zug. Wenn du stehst, sagen wir mal, der Zug fährt tatsächlich 120 km/h, dann bewegst du dich auch mit 120 km/h. Ja. Gehst du jetzt vor an den Speisewagen, bewegst du dich vielleicht mit 5 oder 6 km/h, je nach Schrittgeschwindigkeit halt schneller. Das heißt, du bist mit 126 km/h unterwegs, ne? Mhm. Bist dementsprechend schneller innerhalb des Zuges, läufst du wieder zurück, brauchst du entschieden mehr Kraft, um wieder an deinen Platz zu kommen. Oh ja. Ja. Gut, das war's, glaube ich, zur Anziehungskraft, ne? Das stimmt. Ja, also. Was soll man denn dazu noch großartig sagen? Ja, doch, zu dieser Geschichte mit der Anziehungskraft kommt halt noch diese Geschichte mit dem Wasser auf der Kugel. Also, genau. Da gibt es so das Bild von einer Kugel und da gießt oben jemand Wasser drauf. Das finde ich so geil. Was macht das Wasser natürlich? Es fließt runter. Es fließt links und rechts und vorne und hinten rund um die Kugel herunter. Wieso passiert das auf der Erde nicht? Ja. Achso, soll ich das jetzt beantworten? Naja, weil das Wasser halt eben, ne, von der Gravitation, von der Erde eben genauso wie wir angezogen werden. Mhm. Dazu gibt's noch ein weiteres Argument von denen, dass man halt auch sieht, dass die Erde flach ist, ist ja, dass der Wasserspiegel immer gerade ist und das tut er nur auf ebenen Flächen. Dazu zwei Dinge. Erstens, das stimmt nicht, weil die Erde halt das Wasser, wie gesagt, auch anzieht, so wie alles andere eben auch. Genau. Und zweitens ist der Wasserspiegel nicht gerade. Es gibt Höhenunterschiede von bis zu 120 Meter auf dem Wasserspiegel. Ja. Also es gibt Berge, wenn du jetzt den Pazifik zum Beispiel, oder das beste Beispiel ist eigentlich der Indische Ozean. Wenn man den jetzt mal so betrachtet, ist das ein flaches Meer, so wie wir es halt kennen vom Meer. Mhm. Das stimmt aber nicht. Wenn man da so ein Lasersignal drüber ballert, siehst du richtige Höhen und Tiefen. Kurz vor der Küste von Südindien ist das Ding 120 Meter tiefer als im Meer. Der Meeresspiegel. Weil da unten eine konzentriertere Masse ist, die eine stärkere Gravitation hat und das Wasser halt runterzieht. Wenn du da drüber fährst, ein Schiff braucht keinen technischen Mehraufwand, um da drüber zu fahren, weil es in dem Moment genau so angezogen wird. Ja. Deswegen spürt man das nicht, diese Berge. Ja. Und die sind natürlich auch riesig, deswegen siehst du die auch nicht. Das ist auch unser Äquator zum Beispiel, auch aufgrund der Neigung des Planeten von 23,5 Grad und der Umdrehungsgeschwindigkeit, also diese 11 bis 16, ich weiß gar nicht, was wir jetzt gesagt haben, aber für mich, ich hatte 11 Kilometer pro Sekunde gefunden. Am Äquator sind wir dicker, weil aufgrund der Umdrehung der Erde sind unsere Pole, wir sind ja auch nicht komplett rund, wir sind ja leicht eingeditscht. Wie so eine Kartoffel. Genau, wir sind oben und unten leicht angeflacht und an der Äquatorstelle, nämlich da, wo die Anziehung dann nämlich am höchsten ist, wo es sich nämlich konzentriert in der Mitte, da haben wir auch einen erhöhten Land- und Meeresspiegel, nämlich direkt am Äquator. Genau. Was ich an der Stelle, der Planet mich, würde sich schneller drehen, er würde noch flacher werden und noch frisbeeartiger werden, aufgrund der Drehung halt. Deswegen haben wir diesen Meeresunterschied. Nee, ja, oder teilweise. Dadurch. Also das liegt hauptsächlich an der Gravitationsstärke, also durch dichtere Masse unter dem Meer. Ja. In der Ostsee, also es gibt, wie heißt diese Uni da an der, ist das Max-Planck-Institut, was da oben an der Ostsee sitzt? Die Krankheit. Also irgendeine dicke Uni sitzt da oben an der Ostsee, so ein Forschungszentrum. Die erforschen das unter anderem. Und zwar in der Ostsee. In der Ostsee hast du es auch, du hast bis zu 30 Meter Unterschied. In der Ostsee? Was machen Inder in der Ostsee? Also, ne?
Die Ostsee. Tobi, sprech langsamer, du Nuschelbock. Die Ostsee hat halt auch Unterschiede von bis zu 30 Metern. Und das erforschen die da oben, weil eine Mama hat Unterschiede von bis zu 30 Metern. Ich rede jetzt an der Stelle einfach nicht mehr weiter. Nee, weil die Ostsee ist einer der Bier bisher. Die Ostsee ist einer der stärkst befahrensten Meere, die es so gibt. Also es gibt also nirgendwo mehr Schifffahrt als auf der Ostsee. Wahrscheinlich, weil die so klein ist. Und deswegen ist das halt unheimlich interessant für die Leute. Und dann haben sie halt rausgefunden, dass es für Schiffe überhaupt keinen Unterschied macht, weil die halt in dem Moment genauso stark angezogen werden. Ja. Aber sie legen mehr Strecke zurück. Krass. Ja, also die Luftlinie zählt da nicht, weil du halt durch Berge und Täler wirklich fährst. Also es macht keinen Spritunterschied für mich. Nein, nee, sollte ich nicht. Anderes Argument. Witzigerweise. Man kann mit dem bloßen Auge keine Krümmung sehen. Ja. Ja, wichtig. Das finde ich mega geil. Wichtig, popichtig. Kann man. An wolkenlosen Himmel im Flugzeug. Aber... Also ich glaube ab 3 Kilometern oder sowas. Also, ja, also du kannst es im Flugzeug, habe ich auch gelesen, dass man es kann. Mhm. Muss dazu sagen, ich gucke beim Fliegen leider nicht aus dem Fenster, weil ich panische Flugangst habe. Ich bin wirklich so, wenn ich mich hinsetze, bin der Erste, der das Fenster halt wirklich zuklappt, weil ich beim Fliegen nicht aus dem Fenster gucke. Ich kann dazu nichts sagen. Ich verbringe meine Flüge fast ausschließlich auf der Toilette wegen den Stewardessen. Sex oder Durchfall? Mile High Club. Sex oder Durchfall? Nee, ja. Aber das Ding ist halt, die Krümmung, es wird ja dann immer argumentiert, dass wenn man immer so Horizontfotografien zum Beispiel aussieht, dass die Krümmung, die man sieht, ja durch Fisheye-Lenses oder also Linsen oder Weitwinkelobjektive geschuldet sind, die natürlich dafür ausgelegt sind, um Raum zu erfassen, krümmt sich das Ganze halt, ne? Oder ist die Linse halt besonders rund, dadurch entsteht eine Krümmung. Das Ding ist aber, wenn du die Größe, musst dir mal vorstellen, wenn du die Größe eines Atoms hast, und hier auf den Ball setzen würdest, dann würde das Atom da, wo es sich befindet, auch sagen, der Ball ist flach. Genau, ja, an der Stelle, ja, die es nämlich wahrnimmt. Ja, du bist einfach zu klein, um mit dem bloßen Auge eine Krümmung wirklich wahrnehmen zu können. Du hast, also, das menschliche Auge hat so, ich glaube, eine Brennweite von 23 Millimeter oder sowas, ne? Nee, irgendwie sowas um den Dreh. Nee, 70. Nee, das menschliche Auge adaptiert, mega krass. Nee, wir sind 70 Millimeter. Also 70 Millimeter, was, wenn du fotografierst, 70 Millimeter Vollformat entspricht ungefähr deinem menschlichen Auge. Moment. Also ja, aber das stimmt. Die Zahl ist ja jetzt, die genaue Zahl ist nicht wichtig, ganz kurz für die Hörer. Weitwinkel kennt man von so GoPro-Videos, wenn du so ein Fisheye hast. Also wenn du den ganzen Raum siehst, obwohl du nur in einer ganz kleinen Kamera sitzt. Guckt euch mal von The Offspring The Kids Aren't Alright an. Dieses Musikvideo ist mit einem Fisheye gedreht. Ja. Also da siehst du den kompletten Raum und der ist komplett gekrümmt, als hätten sie eine Hohlkehle abgefilmt. Wir haben es beide falsch, es ist genau in der Mitte. 44. Ja, scheiße. 44,5 Millimeter echt? Das menschliche Auge. Ist die Brennweite. Aber man darf auch nicht vergessen, das menschliche Auge ist halt auch echt krass, was Anpassung angeht. Also selbst wenn wirklich eine Krümmung wahrgenommen werden würde, deine Augen sind so heftig, alleine was der Unterschied zwischen Tag und Nacht angeht, Lichtstärken, hier Farbtemperaturunterschiede, also Weißabgleich, so wie man es dann in der Kamera nennt, das macht dein Auge alles automatisch, ohne Fokus dass dein setzen und Fokus so, ja. setzen, ja, das macht dein Auge alles automatisch, ohne dass dein Hirn davon irgendwas mitbekommt. Das menschliche Auge ist die affengeilste Kamera, die es auf der ganzen Welt nur gibt. Das projiziert auch übrigens nicht durchgehend Bilder. Also ich glaube, du hast irgendwie 3 oder 4% oder noch mehr, glaube ich sogar, einer Sekunde ist Schwarzbild. Also dann echt? Auge, es gibt ja dieses sarkadische Sehen, nennt sich das. Dein Auge steht nie still, sondern wenn ich dir jetzt ins Gesicht gucke, dann zittert das Blickfeld so hin und her, also mein Blickfeld so hin und her und erfasst einen Gesamteindruck. Mhm, weil nur, da stimmt die Zahl, wenn ich das richtig im Kopf habe, 3% des jeweiligen Blickfeldes sind scharf und deswegen bewegt sich das so ganz schnell hin und her, abgefahren, um alles scharf zu kriegen. Abgefahren. Und, und weil du würdest, aber wie war das denn nochmal? Der menschliche Körper ist so krank, Alter. Ja. Und dass es eben nicht also durchgängig cool Bilder liefert, liegt daran, weil das ist irgend so ein Schutzmechanismus. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich glaube, sonst würdest du blind werden wegen der Lichteinstrahlung. Okay. Also, es ist im Prinzip wie so ein Shutter. Also es geht ganz schnell auf und zu. Ganz kurz, diese Information. Ganz kurz, wichtiges Argument der Flat Earther, beziehungsweise wichtige Rechtfertigung der Flat Earther, wenn du im Flugzeug sitzt, kannst du, wenn du genauer hinguckst, eine geringe Erdkrümmung manchmal erkennen. Die Flat Earther sagen, das habt ihr gerade so im Nebensatz weggenuschelt, dass die Fenster, die Airlines in das Flugzeug einbauen,
ganz leicht konkav sind. Ja. Ja. Also, dass die ganz leicht gebogen sind, damit man das so wahrnimmt. Konvex meinst du? Ich kann mir das nie merken, was welches Rücken ist. Rücken krumm wie eine Hex, die Linse heißt konvex. War das Mädchen brav? Ist der Bauch konkav? Hat das Mädchen Sex? Ist der Bauch konvex? Genau. Ja. So haben wir das gelernt. Ich kenn's von meiner Physiklehrerin noch, die meinte konkav. Immer so, Rücken rund wie eine Hex, die Linse ist konvex. Also konkav nach außen gewölbt so ein bisschen. Nein, konvex ist nach außen gewölbt. Schwanger? Sex, konvex, nach außen gewölbt. Ja. Kann man ja sich auch so mit dem Pimmel merken, einfach. Ja. Konvex. Wie mein Geolehrer früher. Ja, Stalaktiten, die kommen von oben nach unten. Da kann man sich merken mit Titten, die hängen auch irgendwann. Ja, wenn das so wäre, komisch, wenn ich in Stuttgart am Flughafen oder in Hamburg am Flughafen noch auf dem Rollfeld stehe, da ist nie irgendwas fischeig, da ist nie irgendwas weitwinklig, da sieht alles immer normal aus. Ja, das stimmt. Das Ding ist halt, guck dir mal das Video von Felix Baumgartner an, der da hier für Red Bull sich halt aus 40 Kilometern Höhe in die Tiefe gestürzt hat. Da sieht man sowas von, weil er sich über der Stratosphäre halt befindet. Ja, aber da der hat wahrscheinlich sowas. Auch... Der hat alles mit GoPros gefilmt. Der hat wahrscheinlich eine GoPro mit Weitwinkel genommen. Echt? Waren das GoPros? Alles mit GoPro. Ja, der wurde doch fett von GoPro gesponsert. Echt? Ja, ja. Okay, das weiß ich nicht. Ja. Aber trotzdem, es ändert nichts daran, dass man die Erdkrümmung sieht. Ich wollte gerade sagen, aber trotzdem ändert sich daran, dass man die Erdkrümmung sieht. Wahrscheinlich stärker, als er eigentlich ist, aber man sieht sie definitiv. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Ebbe und Flut. Supergeil. Oh, da bin ich gay-spannt, bin ich da. Ebbe und Flut kenne ich nicht. Ich hab da ein paar schöne Argumente rausgesucht, also wie das sein kann. Eins, das gar nicht so unrealistisch ist, das hatten wir nämlich vorhin auch schon mal im Groben, mit der Zeitverschiebung ist, dass durch die Rotation der Sonne, da passieren zwei Dinge. Erstens, die Sonne schiebt dann, also in ihrem Lichtkegel erhitztes Wasser vor sich her, das sich dadurch ausdehnt und auf der anderen Seite dann halt eben Flut entsteht. Ach, wie Metall oder was? Es wird heißer, so dehnt sich's aus. Ja, das oder? Ist ja wirklich, also Wasser dehnt sich ja auch aus, wenn es heiß wird. Also auch wenn das eintritt, ist ne? auf den ersten Blick gar nicht mal so blöd. Würde allerdings bedeuten, dass immer nur nachts Flut ist. Und vor allem würde dann bedeuten, das muss ja auf der anderen Seite sein. Ne? Vor allem, es würde auch bedeuten, dass dieser Lichtkegel permanent so im Durchlauf irgendeine Stelle auf der Erde hat, eine festgelegte Stelle, weil er bewegt sich ja in einer festen Bahn dann, immer wieder hat an Wasserstellen, die erhitzt werden. Ja, nee, also so vor sich hinschiebend. Diese das Hitze. Würde bedeuten, dass Ebbe und Flut... Ja, aber trotzdem, so schnell kühlt ja Wasser nicht ab. Nein, wenn da die Sonne drüber geht, dann würde sich das ja erhitzen klar, das und dann, sobald die Sonne weg ist, ja wieder rasant abkühlen. Ja, also die Sonne ist wie so eine Art Brennglas, dass so ein Berg von Wasser vor sich her schiebt. Genau. Das würde bedeuten, dass der Ebbe und Flut Rhythmus sich ungefähr in unserem Tag-Nacht-Rhythmus orientiert, 24 Stunden. Es ist, ich weiß nicht, wie es jetzt an anderen Orten der Welt ist, hier in Hamburg ist der Ebbe-Flut-Rhythmus ungefähr 5,5 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere. Das meine ich an der Nordsee auch so, logischerweise. Ja, weil die Elbe fließt ja in die Nordsee. Und, ich weiß das ehrlich gesagt nicht, muss ich wirklich zu meiner Schande zugeben. Stunden oder so. Um die 5-6 Stunden rum. Okay. Die zweite Theorie dahinter ist, funktioniert im Prinzip genauso, nur nicht mit Hitze, sondern dass daher übrigens auch Wetter. Daher kommt auch Wetter. Das war das, so stand das da. Dass die Sonne eine Art Hochdruckgebiet vor sich hertreibt und durch die Verdrängung des Hochdruckgebiets sie die Flut mitbringt. Würde aber eben genau das Gleiche bedeuten, es ist dann tag- und nachtabhängig. Ja, auf jeden Fall. Auch ein tolles Argument war elektromagnetische Vorgänge. Ach so, an die Gravitation nicht glauben, aber an elektromagnetische Vorgänge. Übrigens, Ende der Argumentationskette. Ach so, echt? Mehr stand da nicht. Elektromagnetische Vorgänge. Ende. Ja, und ich habe auch nicht mehr zu gefunden. Das ist das Argument. Elektromagnetische Vorgänge, das ist genau wie mit der schwarzen Materie. Ach, weißt du was, das ist alles von der NASA. Dann ich glaube, die NASA hat die Flat Earth eigentlich hervorgebracht. Dann noch einer, wo man dann sagen muss, mit viel Augenzwinkern, der macht ein bisschen Sinn. Und zwar gehen viele davon aus, dass die Kontinente nicht bis zum Grund reichen, sondern auf dem Meer schwimmen. Und durch diese Schwimmbewegungen entstehen halt Ebbe und Flut. Das würde allerdings bedeuten, dass sämtliche Meere Ebbe und Flut haben und das haben nicht alle. Die NASA, irgendwelche Geoforscher haben, ich weiß nicht mehr, wo es war, haben ein Bild der Erde veröffentlicht, ohne ihre Ozeane, also wie unsere Erde quasi ohne die Ozeane aussieht. Da siehst du halt wirklich, wir sehen so aus, also die Erde ohne Ozeane sieht halt wirklich wie so ein zusammengeknülltes Alukugelbällchen. Ja. Fake. Ja, ist fake, ich wollte gerade sagen, ist dann wahrscheinlich fake. Ist alles Photoshop. Aber da siehst du dann halt, dass es halt nicht sein kann. So. Deswegen macht das halt schon von vornherein dann halt keinen Sinn. Wir schwimmen nicht auf irgendwas, Kontinente aber sind schon fest. Aber das glauben die ja, ne? Ja, so, und das macht ja sogar noch Sinn. Dass du durch die Schwimmbewegung, jeder, der schon mal so in so einem Meer so geschwommen hat oder auch wenn du eine Badeente mit der Badewanne hast, die verdrängt ja auch so das Wasser. So, die Kontinuität
stellt sich dann die Frage, warum ist das exakt alle 6 Stunden so und auch nicht auf jedem mehr? Aber gut, das ist halt so. Und meine Lieblingsargumentation dafür, die habe ich auch wieder zitiert, weil die wollte ich nicht zusammenfassen. Womöglich ist unsere Erde auch eine Art organischer Organismus, als organischer Organismus anzusehen, und Ebbe und Flut stellen eine Art Atmung dar. Ja. Man sagt immer so schön, also das finde ich immer schon krass, man sagt immer so schön, die Jahreszeiten wären der Herzschlag der Erde. Die Pause war gerade schön. Aber das ist halt, das kommt diesem. Ja. Hast du mal diesen einen schlechten Aladdin-Film gesehen, wo die Insel auch irgendwie auf dem Rücken von so einer komischen Schildkröte ist? Da gibt es auch diese Theorie von mit der Hand von Midas. Mit dieser Space-Kröte, die auf deren Rücken wir uns eigentlich durchs Universum bewegen. Das ist ja bei Terry Pratchett so, diese Scheibenwelt. Die Scheibenwelt, genau. Die Scheibenwelt bei Terry Pratchett wird auf 3 oder 4 Elefanten getragen, die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. Ja. Das ist übrigens in der Romanvorlage eines Filmes, der Ende September rauskommt, auch so. Ich will aber jetzt nicht sagen, welcher, weil dann würde ich verspoilern. Es. Boah. Du kannst doch jetzt nicht die Leute schon spoilern, obwohl der Film noch gar nicht raus ist. Bist du jetzt hier verarschen? Ja, also so ein bisschen. Hast du erst gelesen oder nicht? Ich bin gerade dabei. Achso, ich bin noch nicht. Da kommt nachher eine Schildkröte vor. Bei Terry Pratchett war es, glaube ich, auch so, dass die Schildkröte eine Zeit lang irgendwie Schlafprobleme oder irgendwie so ein gesundheitliches Problem hatte, weswegen sie sich ständig beim Schlafen hin und her gewälzt hat und die Astronomie deswegen für 3 Jahre oder so keine neuen Erkenntnisse gewinnen konnte, weil der Himmel irgendwie alle 3 Stunden auf den Kopf gedreht wurde. Total geil. So, was hab ich denn noch hier? Wo waren wir gerade bei Ebbe und Flut, ne? Ebbe und Flut, ja. Was war denn noch? Oh, die Antarktis ist natürlich noch so ein Thema, ne? Die Antarktis wurde tatsächlich von dem sogenannten Antarktis-Vertrag zur Sperrzone erklärt, irgendwie 68, glaube ich, oder so. Ja, genau, dass einige Gebiete der Antarktis offiziell nicht besucht werden dürfen. Genau, und sowas, das liegt, also diesen Vertrag gibt tatsächlich, ich habe hier im Umweltamt angerufen, um zu fragen, ob das wirklich so ist, dass man keine privaten Expeditionen hinmachen darf. Da hast du viel zu tun auf der Arbeit, oder? Ja, ist wirklich so, darfst du nicht. Es gibt halt diesen Vertrag, der ist geschlossen worden, das war so ziemlich der erste weltweite Friedensvertrag, noch während des Kalten Krieges. Mhm. Der eigentlich besagt er nur, man darf da nur forschen, keine Bodenschätze abgrasen, keinen Krieg führen, keine Truppenstationen, gar nichts. Das ist absolut neutrales Gebiet dieser Antarktis. Eine der Folgen ist halt eben, dass man da nicht einfach so hin kann. Also ist wichtig ist auch, dass die dann noch ein paar Leute noch gesagt haben, man kann da gar nicht hin. Man kann den nur von Weitem sehen, das stimmt nicht, man kann bei TUI Reisen buchen zur Antarktis. Ja, auch zum Südpol oder so. Also das ist der Südpol. Du meinst diesen einen Punkt. Ja. Weißt du, womit der Südpunkt markiert wird? Ich kenne ja dieses Galileo Big Pictures, ne? Ja. Was ja wirklich irgendwie total blöd ist, aber die haben ja wirklich coole Fotos da, aber total beschissen aufgezogen. Und ich musste einmal, ich habe es mit meinem Bruder geguckt, so lachen. Dann ging's, da steckt einfach so eine Stange im Boden. Und dann haben sie so, was ist das? So im Schnee, ne? Und dann hier und da, bla 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 bla. Und deswegen markiert der südlichste Punkt der Erde diese schäbige Stange. Total geil. Sehr schön ausgedrückt. Jedenfalls ist es echt so einfach so eine richtig schäbige Stange, die so im Boden steckt. Die wird auch alle paar Jahre mal umgesteckt, weil die Pole sich so ein bisschen verschieben. Ja, also irgendwie ein paar Meter. Der magnetische und der geografische Pol sind 2 unterschiedliche Dinge. Genau, und die verschieben sich ein bisschen, deswegen muss man diese Stange immer mal wieder umstecken. Aber da kann man halt theoretisch auch hin. Man darf halt nur nicht überall hin, weil manche einfach festgelegte Forschungsgebiete sind, die man nicht betreten darf. Auch ein gutes Argument ist, Flugzeuge und so fliegen nie über die Antarktis. Ja, weil dahinter das Ende der Welt ist. Weißt du, du kannst dann nicht einfach. Ja, klar, und weil die ja auch abgeschossen werden würden von den Nazis, von den Scheiben. Die Tatsache, dass es, glaube ich, aerodynamisch unheimlich schwierig ist, über die Antarktis zu fliegen, bei Temperaturen von bis zu minus 68 Grad. Ja, und vor allem, weil es keinen Sinn machen würde. Moment. Das sowieso. Bei kaltem Luft fliegen Flugzeuge besser, weil die Luft dicker ist. Ja, aber ist es nicht zu kalt? Nee, also zu kalt gibt's für Flugzeuge nicht. Ganz im Gegenteil, die sparen sogar Sprit. Ich wollte gerade sagen, nicht in der Höhe, in der sie sich bewegen. Also pass auf.
Flugzeuge fliegen ja, weil sich durch diese Form der Flügel. Darauf will ich gar nicht hinaus. Also ich rede nicht von der ich habe gerade Aerodynamik gesagt, das war dumm. Also ich rede nicht von der Aerodynamik, also dass es da Sinn macht, dass sie dann halt besser fliegen können. Ich rede von der Technik, von diesem Flugzeug. Würde das Flugzeug nicht einfrieren? Ach so, ja, das kann sein, dass die Schläuche und so weiter im Flugzeug irgendwie oder die Mechanik da einfriert. Ja. Das kann sein. Aber es sind mit Sicherheit schon jede Menge Flugzeuge über die Antarktis geflogen. Das kann ich leider gerade nicht beweisen. Ja, also vermute ich auch, aber zumindest gibt es keine Linienflüge. Wenn man sich so die Linienflüge der Welt anschaut, das wäre auch super, die meiden alle Pole, übrigens auch den Nordpol, der die Mitte der Welt ist. Also darüber könnte man eigentlich locker hinwegfliegen. Mhm. Das wird dann aber ignoriert, wenn man diese Karten, die zeigen dann immer so diese Karten, ja hier, absoluter Beweis, niemand fliegt über die Antarktis. Ja, aber es fliegt auch keiner über die Arktis. Was wollt ihr mir erzählen? Ja. Das ist dann auch irgendwie so, was hatte ich auch gefunden mit Flugdistanzen? Das war irgendwie von New York bis Sao Paulo oder so. Warte, das wäre laut der Flat Earth. Die hatten sich zwei Routen ausgesucht. Dann lass Tobi erzählen. Es gibt so ein paar Leute, die haben sich zwei Flüge rausgesucht und die miteinander verglichen mit den Karten. Ja, also mit unserer Weltkarte, mit dem Globus und dem Flat Earth. Und der Flat Earth Karte. Und das ist einmal der Flug von Johannesburg nach Sao Paulo. Und einmal von Moskau nach New York. Die sind beide 7500 Kilometer lang, also einmal 7429 und 7510 Kilometer lang und dauern beide 10 Stunden 20 Minuten. Wenn man sich jetzt die Karte anschaut, also der Flat Earth Leute, also die Entfernungen sind dann ja logischerweise anders, müsste theoretisch der Flug von Johannesburg nach Sao Paulo dreimal so lange dauern, weil die Strecke auf der Karte dreimal so lang ist. Also ist die Verschwörung so weit, dass es auf diesem, weil es gibt diesen Flug, es ist ein Non-Stop-Flug, müsste es auf dieser Strecke eine Verschwörung der Fluggesellschaften geben, dass sie uns verheimlichen, dass die Flugzeuge haben, die dreimal so schnell fliegen können wie alle anderen. Genau, ich wollte gerade sagen, auf einem Linienflug fliegen. Ich wollte mich sagen, dass dann immer gesagt wird, von Entfernungen, die weiter weg sind, werden einfach schnellere Flugzeuge dann genommen. Genau, ich sitze in einem Flieger und baller da mit Mach 3 halt lang, ohne dass ich die Beschleunigung davon merke. Das ist saugut. Das ist saugut. Also es ist so ein ganz, ich habe ja mehrere so ganz einfache Beispiele aufgeschrieben, wie man das widerlegen kann. Zum Beispiel mit diesem Foucault-Pendel. Man kann zum Beispiel auch eine Kamera einfach auf den Boden stellen, auf Langzeitbelichtung stellen und dann sieht man, wie sich alles dreht. Ja, der Himmel dreht sich. Der Himmel würde sich wegdrehen nach und nach. Moment, aber Langzeitbelichtung heißt, die Kamera nimmt die ganze Nacht auf und macht daraus dann eben ein Foto. Du hast dann so Streifen, wie die Dinger sich bewegen. Moment, aber das lässt ein echter Flat Earther lässt dieses Argument nicht gelten. Nee, natürlich nicht. Das ist ja gefaked. Denn die Sterne bewegen sich aufgrund der Projektion der Nazis. Die Sterne drehen sich aufgrund der Nazi-Action ja auch. Ja, und wie gesagt, und das Bild ist gefaked. Ja, und nee, ich meine, wenn du es selber machst. Und das Bild ist gefaked. Denn die Kamera ist eine Software. Es ist eine Software eingebaut. Ich möchte übrigens nochmal zur Verteidigung der Flat Earther sagen, es sind nicht nur Nazis am Mond, es sind auch Aliens und oder Götter. Ja, also das ist für mich alles das Gleiche. Es sind jetzt nicht alle so Reptilien, aber die sind ja unter. Ja, und Illuminaten. Generell, Illuminaten haben mit allem was zu tun. Ich verstehe auch nicht, weißt du, die reden von der Flat Earth und ausgerechnet die scheiß Illuminaten nehmen sich als Symbol ein Dreieck. Wie scheiße ist das mit denen? Also die müssen anders sein. Ja. Wir haben die Existenz der Reptiloiden ja schon bewiesen in einer unserer letzten Skepsis-Folgen, also darüber müssen wir nicht mehr schwätzen. Nein. Es gibt übrigens, wenn du diesen Selbstversuch mit der Kamera machst, ist die Sternrotation auf der Südhalbkugel logischerweise eine andere als oben, aber das wird ignoriert. Der Coriolis-Effekt, ja. Das wird einfach ignoriert. Coriolis. Ja, Coriolis, ja. Es gibt immer, du meintest doch mal diese Nummer, je mehr Leute in eine Verschwörung involviert sind, desto schwieriger ist es, die geheim zu halten. Kommen wir gleich dazu. Das finde ich auch immer noch ein super Punkt. Um das alles aufrechtzuerhalten, müssten Unmengen an Menschen involviert sein. Lasst uns gleich zu den Motiven kommen und zu dem Aufwand, den man betreiben müsste, um diese Verschwörungstheorie aufrechtzuerhalten. Eine Sache, die geistert mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie, die mittlerweile von echt 99% der Bevölkerung als Bullshit abgetan wird. Ich kenne jetzt keine genaue Zahl, aber ich glaube, das sind wirklich nur noch sehr wenige Leute, die ernsthaft an den Scheiß glauben. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, es werden mehr. Ja, von den Flat-Earthern. Ja, aber es sind insgesamt trotzdem sehr, sehr wenige. Ja. Es sind nur sehr laute. Ja, ganz genau. Und Medien berichten halt gerne darüber, weil es so skurril ist. Ja. Und die Leute machen sich halt auch pausenlos darüber lustig, weil es so bescheuert ist. Ja, also 80.000 Facebook-Likes auf der weltweiten Flat-Earth-Society-Seite sind wirklich sehr wenige. Ja.
Also wir wären froh, wenn wir 80.000 Facebook-Likes hätten, aber für eine weltweite Verschwörungstheorie ist das halt nix. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis zur Ausstrahlung dieser Premium-Folge haben wir das vielleicht. An Hatern, an Trollen. Nein, es ist ja nur Patreon, also es ist ja nur ein exklusiver. Wir das würden es die. Es ist ja nur Patreon, sagt er. Das ist halt exklusiv. Die Leute, die das hören, sind ja Teil einer Elite und Reptiloiden höchstwahrscheinlich. Von unseren 20.000 Hörern seid ihr wie viel mittlerweile? 81? Aber das ist echt nix. Man muss dazu sagen, die das wissen, gehören ja eben auch, wie du gerade sagtest, schon zur Elite, ne? Die ja. sind Teil der Mitverschwörung, also, der jüdischen Weltverschwörung. Ja, also wenn, der Begriff fällt übrigens auch. Also wenn Sie, lieber Hörer oder liebe Hörerin, das hören, sind Sie vermutlich Teil der jüdischen Weltverschwörung oder Reptiloid oder beides. Was? Wenn ihr uns hört, seid ihr reptiloide Juden? Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, bevor wir eine kleine Pause machen, das geistert mir im Kopf rum. Das Problem bei dieser Verschwörungstheorie der Flat Earth ist, dass die ganzen Argumente, die ganzen Sachen sich unserem persönlichen Erfahrungshorizont entziehen. Diese Geschichte mit der Erdkrümmung, das ist super schwierig für mich persönlich zu beweisen, denn aus meinem persönlichen, subjektiven Empfinden ist es halt flach. Xavier Naidoo mit dem Lineal, ey, das sind wirklich Argumente von Grundschülern. Ja. Das sind fucking Argumente von Grundschülern. Wenn du mir das in der vierten Klasse erzählt hättest, hätte ich auch das Lineal an den Horizont gelegt und hätte gesagt, ja, Xavier Naidoo, deine Songs sind zwar scheiße, aber du hast recht. Ja, das ist aber so das Ding. Das, so, ist, genau die, der, das ist halt das, wo, was ich halt auch gesagt habe, das ist so eine kindliche, so eine unschuldige Theorie. Ja. Weil das Ding ist halt, sie argumentieren, das ist so, weiß ich nicht, wenn ich ein Kind fragt, woraus sind die Dinge gemacht? Und du sagst wissenschaftlich, alles ist aus Atomen gemacht. Und es fragt dich, auch Träume? Ja, was sagst du denn darauf? Es ist halt, also ein Verschwörungstheoretiker, der hier mit uns jetzt sitzen und streiten würde, der würde sagen, diese ganzen tollen Argumentationen, die ihr jetzt habt mit Gravitation, die Anziehung der Masse und so weiter, das basiert alles auf einem naturwissenschaftlichen Wissen, das ihr selbst nicht nachgeprüft habt zum größten Teil, sondern das haben euch Menschen erklärt und gesagt und ihr glaubt das einfach. Ja, das Ding ist aber rein vom Egomanen-Standpunkt aus gesehen, es kann ja nicht sein, dass so ein Verschwörungstheoretiker die Wahrheit für sich gepachtet hat. Nee, aber davon gehen die ja aus, ne? Also ja, Verschwörungstheoretiker, egal bei welcher Verschwörungstheorie, die gehen ja davon aus, durch die Matrix zu blicken. Ja, und diese Begrifflichkeit fällt dann da auch. Klar, ständig. Aber das sind immer prinzipiell irgendwelche Leute, die quasi mehr in ihrem Leben brauchen. Die akzeptieren nicht, dass sie eigentlich im Prinzip nur kleine Staubkörner im Nichts sind und sie brauchen irgendwas, um rauszustechen. Es ist so ein bisschen immer dieser verzweifelte Versuch, ja, wie du schon sagtest, mehr zu sein als nur ein Staubkorn. Also das sind, wenn du so willst, so die letzten echten Optimisten auf diesem Planeten, die halt glauben, noch was ändern zu können. Ja. In einem nicht änderbaren System oder größtenteils nicht änderbaren System. Und damit meine ich jetzt nicht Demonstrationen. Und da kommt dann halt natürlich, um sich besonders zu fühlen, die Annahme, dass man etwas weiß, was andere Leute prinzipiell verneinen oder so gehirngewaschen sind, dass sie dafür gar nicht empfänglich sind überhaupt. Ja. Gibt dir ein Gefühl von Besonderheit. Das ist ja auch deren größter Punkt, dass diese ganze globale, nenne ich es jetzt mal, diese Globaltheorie, diese Globe-Theorie, also nicht nur eine riesige Verschwörung ist, sondern eben auch, dass wir alle von Kind auf an seit knapp 2600 Jahren das ist vor den Kreationisten, weil das ist noch vor dem Christentum. Ja, stimmt. Seit 2600 Jahren werden wir manipuliert durch eine Weltlüge eben, die im wahrsten Sinne des Wortes eine Weltlüge ist, eine Weltverschwörung, die Welt anders aussieht, als wir denken. Absolut. Fazit für die Pause schon. Aber ja, ich würde nach der Pause gerne über die runde Erde sprechen. Ja, gerne. Da habe ich nämlich auch ein paar schöne Verschwörungstheorien gefunden. Wir reden nach der Pause noch ganz kurz über ein, zwei kleine Theorien und kommen dann aber auch relativ schnell zum Punkt. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Wir haben gerade auf dem Balkon gechillt hier bei mir und super interessant, König der Löwen. Da gibt es, die hat Tobi gerade erzählt, da gibt es diese Szene beim König der Löwen, als Timon, Pumba und Simba im Gras liegen, in den Himmel gucken und dann Pumba seine Theorie
präsentiert. Ja. Er glaubt, dass das da oben, dass die Sterne riesige Gasbälle sind, die in Milliarden Kilometern Entfernung einfach verglühen. Ja. Und dann sagen die anderen beiden so, wie absurd ist denn das? Ja. Das sind unsere Ahnen, die uns beobachten. Also du hast im Prinzip drei so verschiedene Ansätze zu erklären, was Sterne sind. Ja. Timon erzählt, das sind Glühwürmchen, die da oben kleben an diesem großen blau-schwarzen Ding. Also genau. Voll der Quark. Und Simba, im Prinzip, was die Flat Earther sagen. Genau, und Simba, der dann halt mit einem esoterischen Ansatz kommt, der sagt, religiösen Ansatz kommt, ja, weil mein Vater hat mir immer erzählt, das sind die großen Könige, die auf uns herabblicken. Ja, und als ein wissenschaftlich ungebildetes Erdmännchen, das in der afrikanischen Steppe liegt und außer Würmer zu fressen eigentlich keine großartig nennenswerten Fähigkeiten hat, sowohl Scheiße, Pumba ist der Schlaue in der Geschichte. Ja, ist er. Aber Timon widerlegt das so geil mit, Pumba, bei dir ist alles aus Gas. Ja, und aus der Sicht dieses Erdmännchens, und so könnte man ja auch die Flat Earther sehen, macht das halt absolut Sinn. Ja, total. Ja, ja, das ist halt seine Erklärung, damit kommt er klar. Ja. Das ist das Einfachste, die einfachste Herangehensweise, die ist schön, die beruhigt mich. Also, ich kann es mir selber erklären. Wenn man halt wirklich auf Wissenschaft steht und auch davon überzeugt ist, dass Wissenschaft ein tolles Konzept ist, muss man halt leider akzeptieren, dass der eigene persönliche Erfahrungshorizont in vielen Fällen dich nicht weiterbringt. Ja, dass der ja. Nicht mal nicht weiterbringt, ist einfach für den Arsch. Die Welt ist nicht so leicht. So einfach, wie das wahrnimmst, ist es nun mal nicht. Die Welt lässt sich halt einfach nicht von einem Xavier Naidoo-Album erklären. Ja, aber es gibt Leute, die glauben das. Ja, weil sie selber wahrscheinlich auch genug andere Probleme haben. Ja, es macht das Leben halt einfacher, ne? Das ist im Prinzip wie mit der Religion, es macht das Leben auch einfacher. Ja. Ja. Okay, machen wir weiter. Das haben wir vorhin nur so in einem Nebensatz weggerülpst am Anfang bei unserem Grundumschlag, aber das finde ich ja auch super absurd und spannend zugleich. Das Infinite Plane Modell. Das Infinite Plane Modell geht davon aus, dass die Erde keine Pizza ist, sondern eine unendlich große Fläche. Also wir befinden uns auf so einer zweidimensionalen Ebene, die in manchen Theorien unendlich ist. In anderen Theorien ist es eine extrem, extrem große Kugel. Also manche Flat Earther sagen, ja, die Welt ist eine Kugel, aber sie ist viel, viel größer als wie wir sie, also die sagen im Prinzip, ja, das, was die Wissenschaftler sagen, stimmt, aber es ist ganz anders. Ja, wir sind nur ein Teil etwas noch Größerem. Ja. Und es gibt ja auch, also, ihr müsst nur mal bei Google Bildersuche Flat Earth eingeben. Und da ist schon eines der allerersten Bilder, ist so eine Zeichnung von oben, wo man sieht, dass wir, die Erde, praktisch nur der innere Kreis sind. Also hinter dem Eisring der Antarktis befindet sich in den äußeren Bereichen der Pizza, also da, wo sonst die Anchovies und die Peperoni sich aufhalten, im äußeren Bereich der Pizza, da gibt es noch weitere Landmassen, da gibt es noch unbekannte Kontinente, die wir gar nicht kennen. Natürlich gibt es auch einen Haufen esoterisch klingender Namen dafür, wie Thoth oder Hapis oder Geminia oder Pitatia. Wichtig an der Stelle ist, dass die großen Wissenschaftler, die auch, die gehören ja laut den Flat Earthern nicht alle zu der Verschwörung, ne? Das sind ja auch nur verklärte Leute, dass die nichts von diesen Dingern wissen. Der taxifahrende Verschwörungstheoretiker mit Alkoholproblem schon. Natürlich, welcher sonst? Obwohl ich sagen muss, was ich persönlich ziemlich heftig auch finde, sind die Satellitenbilder von der NASA. Weil sie dann halt auch, man bei diesen Satellitenbildern dann halt auch irgendwie sieht, so Amerika ist irgendwie jedes Jahr mal größer, mal kleiner, mal irgendwie anders. Ich persönlich kann es mir nur damit erklären, du kannst die Erde nicht als Ganzes ablichten, sondern immer nur durch Satellitenbilder. Und deswegen wird das Ganze immer angeglichen. Deswegen sieht die Erde auch immer, je nachdem wie hochentwickelt diese Satellitenbilder mittlerweile sind, durch Software und Technik etc. pp., kriegt man ein immer genaueres Bild. Deswegen kann das Bild von der Erde von 2003 nicht aussehen wie das von 2017. Das ist richtig. Das wäre meine Erklärung. Eben auch, von der Logik her wirklich. Eben auch, was die Perspektivverarbeitung der Satelliten halt eben angeht. Ne? Ja,
Also je nachdem, aus welchem Winkel das Ding geschossen wurde, sieht die Erde logischerweise anders aus. Und dann muss man es halt hochrechnen, wie das dann eben aus einem neutralen Winkel, nenne ich es mal, aussehen würde. Und dementsprechend, je nachdem, wie stark die Rechenleistung ist oder wie der Algorithmus funktioniert, sieht das Bild halt eben auch anders aus. Das Ding ist, die NASA, die hat auch, ich glaube auf YouTube oder irgendwo, hat eine Live-Kamera von der ISS. Genau, die das alle 10 Minuten ein Bild fake projiziert oder so. Fake. Ne? Laut den Illuminaten ist die Erde ein riesiger Kegel oder selbstverständlich eine Pyramide. Natürlich. Es gibt auch die These, dass unsere heutige Welt der Überrest eines vor Äonen zerstörten Planeten ist. Also, dass die Welt mal eine Kugel war, dass sie aber zerstört wurde und dass wir jetzt praktisch auf so einem Bruchstück stehen. Finde ich eine super spannende Theorie. Es gibt selbstverständlich auch die These, dass wir alle auf einem riesengroßen Generationenraumschiff stehen. Ja, das finde ich super auch. Ja. Ey, ich meine, wie heißt der nochmal? Hans. Pernat Yolaxis, der Autor. Douglas Adams. Der hat das im Prinzip ja auch so. Da waren wir zwar kein Generationenraumschiff, aber ein riesiger Computer. Ja. Ja. Aber da gibt es auch ganz andere Sachen, wie eine Toterhaltungsmaschine und so. Also. Ey. Die tote Haltungsmaschine, genial. Das ist so gut. Er muss tot bleiben, damit er keine Steuern zahlen muss. Ja. Was hast du da noch? Astronauten wurden bestochen und gezwungen? Ja, genau. Lasst uns jetzt mal zu einem ganz wichtigen Punkt kommen. Das haben wir auch schon ein paar Mal in den letzten Skepsis-Folgen angesprochen und das wird immer Teil unserer Skepsis-Folgen sein gegen Ende. Die wichtigste Frage, nämlich Ke Bono. Wem nützt das Ganze? Also diese ganzen physikalischen Grundprinzipien, wie die Anziehungen der Masse, die Beschleunigung in einem geschlossenen System etc., die lassen sich relativ schwierig in unserem Alltagsleben nachweisen oder, ich sag mal, falsifizieren. Aber was man mit seinem menschlichen Verstand relativ gut machen kann, ist überlegen, wem würde das denn nutzen? Also eine so riesengroße Verschwörung wie die Flat-Earth-Theorie. Wem würde das was bringen? Zunächst mal, wichtiger Punkt bei allen Verschwörungstheorien. Globushersteller. Es müsste eine unfassbar große Menge von Menschen geben, die in diese Verschwörung eingeweiht sind. Praktisch jeder, der sich mit Physik beschäftigt und praktisch jeder, der sich mit, ich sag mal, Geografie oder übergeordnetem Geo, was weiß ich, beschäftigt. Auch Fabio, mein Kumpel Fabio, der Navigationssysteme für Helikopter programmiert, die müssten alle in diese Verschwörung eingeweiht sein. Naja, das Ding ist halt, wenn die Lüge erstmal sich etabliert hat, dann musst du nicht mehr eingeweiht werden. Genau, also die argumentieren damit, also es gibt eine Handvoll Leute, so sagen wir mal die klassischen 10.000, die man ja immer so sagt, die wissen, dass das eine Lüge ist. Alle anderen werden ja nur mit den Informationen mit vorhergehenden Informationen gespeist. Weißt du, Fabio ja zum Beispiel auch, der hat gelernt, so und so ist das. Hat er rechnet auf den Daten von denen, die er schon hat, so wo gesagt wird, so und so ist das, arbeitet er weiter. Er hat ja nicht das Navigationssystem erfunden, sondern entwickelt das weiter. Genau, weil er selber ist ja niemals mit einem Maßband wirklich mal um die Erde rumgegangen, um wirklich zu beweisen, dass genau. Aber 1000 Kilometer Umfang also hat. Also die entwickeln im Prinzip aufgrund oder auf der Basis einer Lüge entwickeln die Idee der Lüge weiter. Aber ohne jemand, zu wissen, dass es eine Lüge ist. Aber jemand, der, gutes Beispiel, jemand, der sich mit Navigationssystemen beschäftigt, der muss, wenn er sich wirklich mit großflächigen Karten beschäftigt, irgendwann an den Punkt kommen, wo er die Erdkrümmung einberechnen muss. Also der muss an einen Punkt kommen, wo er selbst merkt, oh, da stimmt was nicht. Verstehst du, wie ich meine? Ja, vorausgesetzt. Brückenbauer ja auch. Es gibt eine Brücke in USA, wo die Erdkrümmung mit einberechnet werden musste. Und die ist bei ihren, ich glaube, die hat knapp 1,3 Kilometer Länge oder so. Und die beiden Türme, die diese Brücke halten, sind original. Dadurch, dass sie die Erdkrümmung mit einberechnet haben, sonst wäre es noch krasser, sind 44 Millimeter von der Höhe voneinander unterschiedlich. Es gibt sogar noch krassere Beispiele, habe ich gelesen. Also das ist auch ein Argument der Flat Earther, dass die sagen, wieso wird die Erdkrümmung bei Gebäuden
Gebäudeplanung nicht einberechnet. Naja, bei einem normalen Wohnhaus, wie wir hier gerade in Barmbek Nord sind, da ist das unerheblich. Da sind das Mikro, vielleicht sogar Nanometer, die das ausmacht. Ja. Aber es gibt irgendeine, ist es nicht sogar die Golden Gate Bridge? Nein. Ich weiß es nicht, aber es gibt riesige Brücken, wo der obere Teil der Brücke einige Zentimeter weiter auseinander ist als der untere Teil, weil die das halt wirklich einplanen müssen. Ja. Ja. Es müssten, also da muss man jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das war ja im Prinzip bei der Verschwörungstheorie der Reptiloiden ähnlich oder auch bei der Bielefeld-Verschwörung. Es müsste, wirklich nur ganz grob überschlagen, es müssten Tausende, es müssten höchstwahrscheinlich Millionen, es müssten Millionen von Menschen sein, die in diese Verschwörungstheorie eingeweiht sind. Ausgerechnet hier, weißt du, Hans Albern mit dem Krüppelrechner in dem dunklen Kämmerlein, der im Callcenter arbeitet, der findet die Wahrheit raus? Ernsthaft? Ja, aber also dieses Argument, dass es nur wenige Leute gibt, die das wissen und dass die anderen auf der Basis einer Lüge weiterarbeiten, finde ich, macht schon irgendwo Sinn. Vor allem so eine. Ja, warte mal, weil das gibt ja in der Wissenschaft eben auch. Ein wissenschaftliches Prinzip ist ja so lange gültig, bis man einen Gegenbeweis gefunden hat. Mhm. Oder ein stimmigeres, ne? Sagen wir mal, nehmen wir die Psychologie zur letzten Jahrhundertwende, also zur vorletzten Jahrhundertwende, 1920, hat man super viel Schwachsinn in der Psychologie geglaubt. Zum Beispiel, dass man entzündliche Körperteile entfernen muss. Um psychische Krankheiten zu heilen. Zum Beispiel bei Depressionen hat man Zähne gezogen, Genitalien abgeschnitten. Das war auch im alten England. Die haben auch teilweise Penetration mit richtig scharfen Schrapnellen, kann man es fast schon nennen, an den Schläfen und vorne an der Stirn halt vorgenommen, wodurch die Leute halt einfach wie gefühlslos und erblindet sind halt, damit sie keine Schmerzen mehr haben. Also mein Lieblingspunkt ist halt eben dieses Wegschneiden von Körperteilen. Von Körperteilen. Also es waren wirklich, also die Klassiker, die weggeschnitten wurden, waren Zähne, Genitalien und Teile vom Darm, die man dann einfach entfernt hat. Weil die können sich schnell und leicht entzünden und Entzündungen sind die Begründung sind der Grundstein für psychische Erkrankungen. Das hat man früher geglaubt. Okay. Und auf dieser, man muss dazu sagen, wie bescheuert es auch klingt, Gott sei Dank gab es das, weil daraufhin ist dann irgendwann die Psychologie entstanden. Ja, das hat man geglaubt und das hat man weiterentwickelt. Jahrzehntelang hat man auf diesem Schwachsinn weitergearbeitet. Ja. Und da ist ja nicht jeder Psychologe, die hießen glaube ich damals noch anders, ist ja nicht hingegangen und hat das Rad neu erfunden, sondern er hat sich die Theorien, die er eben in der Uni gelernt hat, genommen und die weiterentwickelt. Mhm. Bis dann halt irgendwer mal festgestellt, Keule, das ist leider Schwachsinn, so funktioniert das nicht. Genau. Und dann hat man angefangen, ihm zu glauben, der gesagt hat, dass es Schwachsinn ist und hat auf seiner Grundlagenforschung weitergemacht. Zum Beispiel Freuds ganzen Psychoanalyse-Quatsch, das ist zum größten Teil Nonsens, was der erzählt hat, weiß man heute. Aber ich glaube, das weiß man erst seit den 90ern oder so, irgendwie sowas. Also jahrzehntelang hat man die Psychoanalyse, wie sie ist und bis heute zum Teil sogar noch, für voll genommen. Und das Ding ist halt, die Leute neigen halt dazu, gerade so Bauer XY, oder was heißt Bauer XY, sagen wir mal Fachwerkangestellter XY, der glaubt hat dann gerne, dass die Wissenschaft, die ja eigentlich dafür da ist oder immer so propagiert wird, als das sind die schlauen Köpfe, wenn die halt daneben liegen, dann wird das gleich zur Verurteilung halt genommen. Ne? Also wenn der eine falsch liegt, dann können alle anderen auch falsch liegen. Ja, ja, Was ist denn jetzt die Wahrheit? Das klingt für mich am plausibelsten, das ist jetzt meine Wahrheit. Und wie gesagt, also du kannst auf einem Lügenkonstrukt beziehungsweise auf einer falschen Information, kannst du natürlich Schlüsse ziehen und die auch weiterentwickeln. Das ist der Grundstein der Wissenschaft, wenn du so willst. Und die gehen eben davon aus, dass diese ganze Nummer mit der Kugelerde von Anfang an, jetzt allerdings mit Absicht, eine Lüge ist, die im Prinzip nur weiterentwickelt wird. Und man muss halt auch ehrlich sagen, wenn man wirklich, ich sag mal, ich hätte fast gesagt, an Wissenschaft glaubt, das versuche ich ja immer zu vermeiden. Wenn man wirklich von wissenschaftlichen Konzepten... Fakten ist es egal, ob du an sie glaubst oder nicht. Ja, nee, aber wenn du das wissenschaftliche Prinzip, nämlich das Überprüfen von Dingen und das Falsifizieren und Verifizieren von Dingen, wenn du davon überzeugt bist, dass das funktioniert, und es funktioniert sehr gut seit vielen tausend Jahren. Ich meine, guck uns an, wir laufen mit Smartphones rum und fahren und fliegen in fliegenden Metallröhren durch die Welt. Wenn du davon überzeugt bist, dann musst du halt auch sagen, wir können es nicht hundertprozentig ausschließen, dass die Flat-Earth-Theorie stimmt. Genau. Es könnte sein, dass irgendwann der Punkt kommt, wo wir sagen, wow, es stimmt doch.
von dem Punkt, wo, also von dem Wissensstand, den wir jetzt gerade haben, aus, ist es Bullshit und es ist extrem unwahrscheinlich, dass es stimmt. Aber es gibt die Möglichkeit. Und nur weil eine Verschwörungstheorie von Millionen von Menschen theoretisch vertreten werden muss, heißt es nicht, dass sie automatisch falsch ist. Aber es macht es halt sehr unwahrscheinlich. Dass Millionen von Menschen auf der Welt eingeweiht sein werden müssten, heißt nicht, dass sie automatisch falsch ist, macht es aber sehr unwahrscheinlich. Aber ich wiederhole nochmal, es müssen nicht so viele eingeweiht sein, um dieses Ding aufrechtzuerhalten. Ja. Mhm. Aber das Ding vorausgesetzt, ist halt auch, also die Voraussetzung dessen ist halt eben dieser Grundstein der knapp 2600 Jahre alten Lüge. Es ist nur sagenhaft unwahrscheinlich, dass sich das über fast 3000 Jahre gehalten hat. Dieses Konstrukt. Mhm. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt nur 10.000 Eingeweihte, warum die das jetzt wissen sollten, keine Ahnung, aber dass das die, oder vor allem warum die das machen, keine Ahnung, aber dass die Bescheid wissen und alle anderen auf einer falschen Behauptung weiterarbeiten. Und wenn da diese falsche Behauptung in sich total schlüssig ist, macht das schon Sinn. Also das ist so ein bisschen in dubio pro reo, ne? Also du kannst denen das nicht zwingend vorwerfen, dass sie das als Argument benutzen, weil das durchaus sein kann. Na, also Leute, nein, ich sag nicht, dass die Erde flach ist, sondern dass es diese Lüge gibt. Ja, genau. Das meine ich. Genau. Also dass alle auf einer falschen Information. Zum Beispiel dieses Jahr sind Knochen in, ich glaube, Marokko war es. Wenn du mir jetzt mit diesen riesigen Menschenknochen kommst. Nein. Ich komme dir mit super realistischen Dingen. Ja, ja. Die auch vollkommen anerkannt sind. Man hat dieses Jahr, ich glaube in Marokko oder zumindest irgendwo in Nordafrika, Knochen des Homo sapiens gefunden, die fast 100.000 Jahre älter waren, als wir vorher dachten, der Homo sapiens überhaupt alt ist. Ja. Was bedeutet, alle die Forschung vorher hat einen riesigen Fehler gemacht. Das ist irrelevant. Moment. Damit, das heißt nicht, dass die Forschung sie hatten eine andere Grundlage. Genau, sie hatten eine andere Grundlage, genau. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass diese gesamte Forschung seitdem, also A, ist sie dadurch nicht falsch, sondern einfach nur unkorrekt. Ja. Ungenau. Und B, hat man auf falschen, und das ist es dann ja irgendwo, also von falschen Tatsachen ist man ausgegangen. So jetzt das, was danach alles passiert ist, ist natürlich nach wie vor richtig. Mhm. So, das ist genau wie mit den Navis. Wenn das Ding jetzt wirklich flach sein sollte, diese Erde, ändert ja nichts daran, dass die Navis funktionieren. Nur die Grundlage war falsch. So, das ist natürlich jetzt in dem konkreten Beispiel vermutlich Nonsens, aber trotzdem funktioniert bei das solchen, nicht mal so. Das Problem an der Sache ist halt da einfach nur, Flat Earth ist halt prinzipiell auszuschließen, weil alles, worauf es beruht, von der logischen Seite, also von der Seite, an die wir auch glauben, dass diese Erde halt rund ist. Alles, was genutzt wird, was auf der Grundlage beruht, dass diese Erde rund ist, halt so haargenau funktioniert. Ja, genau. Also ich wollte ja auch nicht für Flat Earth, sondern gegen diese Nummer mit, dass Millionen eingeweiht sein müssen. Das müssen nämlich nicht. Also dafür. Man kann sagen, wenn man Spaß daran hat, kann man sagen, das komplette Konzept unserer klassischen Physik ist falsch. Das kann man sagen. Prinzipiell, weil die Physik ist ja auch keine genaue Wissenschaft. Ja, also die heutige klassische Physik beruht auf Vorhersagen und aus Berechnungen, die Menschen wie zum Beispiel Einstein zu Hause tatsächlich an ihrem Schreibtisch gemacht haben. Einstein hat an seinem fucking Schreibtisch praktisch mal die komplette klassische Physik berechnet. Und da kann man wirklich sagen, das ist Bullshit, aber alles, was wir lassen die Quantenphysik mal weg, weil das ist noch was Spezielles, aber die klassische Physik, sprich Körper, die größer sind als Atome, das ist alles so krass exakt, wie es Einstein vorhergesagt hat. Also bis auf berechnet hat. Berechnet hat. Ja, sorry, vorhergesagt klingt jetzt vielleicht esoterisch, meine ich aber mit berechnen. Das funktioniert so mega krass gut. Also selbst diese Geschichte mit den Gravitationswellen, die vor kurzem entdeckt, das hat Einstein vor fast 100 Jahren an seinem Schreibtisch berechnet. Ist echt eine total irre Nummer. Und vor allem das Ding ist, Gravitationswellen konnten bis dahin nicht nachgewiesen werden. Wir haben heute die Technik, um wirklich, dass Wissenschaftler, wie gesagt, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, geil, Gravitationswellen gibt es wirklich. Ja. Das war vorher eine Theorie für den Beweis des Urknalls, ne? Ja. Total. Gravitationswellen ist einfach eine Urkraft, die sich durchs Universum bewegt. Das ist ein mega Fund gewesen. Also, was ich damit sagen will, ist,
Es ist eine komplexe, krasse Theorie, die aber in der Realität extrem super gut funktioniert. Vielleicht kommt irgendwann eine Theorie, die alles über den Haufen wirft und noch besser funktioniert. Aber bis dahin müssen wir davon ausgehen, dass das funktioniert. Und jetzt kommen irgendwelche Flat Earther mit solchen Grundschulargumenten, ja. die einfach nur zusammengesponnen sind und die sich gegenseitig widersprechen. Also da frage ich doch mal den gesunden Menschenverstand, welcher These glaubst du denn jetzt? Ja, das Ding ist halt einfach, wie gesagt, du sagst es sehr schön, es ist leicht, es sind Grundschulargumente. Der Mensch, es gibt halt viele, habe ich immer das Gefühl, die sich dann halt auch nicht die Mühe machen, über wirklich buchstäblich, und das ist in dem Sinne sogar ziemlich lustig, über ihren Teller heranzugucken, ja, und sich dann einfach die Welt dann halt so einfach erklären, wie es halt nur irgendwie geht. Und das ist dann halt einfach so, das wie Problem gesagt, so ist, Regen ist schon immer gefallen, Erde war schon immer dreckig, die Sonne war schon immer warm. Warum sollte sich daran jetzt was ändern, nur weil jemand das sagt? Das Problem ist, die Welt ist halt einfach nicht einfach. Es gab jetzt vor ein paar Tagen eine fette Revolution in der Welt der Physik. Und zwar haben es Wissenschaftler hier in Deutschland geschafft, eine Quantengravitationsanomalie nachzuweisen. Keiner von uns in unserem Bekanntenkreis, da bin ich mir sicher, kann von sich behaupten, dass er genau weiß, was dahinter steckt und was das bedeutet. Ich habe den Artikel gelesen, ich habe ihn nicht verstanden. Da bin ich mal ganz ehrlich, ich habe mir das auch durchgelesen, ich habe nur Bahnhof verstanden. Ich auch, ich habe gar nichts verstanden. Ich weiß nur, es hat irgendwas mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun, aber mehr weiß ich auch nicht. Das ist in der Welt der Physik wirklich das ist huge, ist groß. Aber das war in fast keinen Mainstream-Medien, das hast du nur bei Spektrum der Wissenschaft oder so gelesen, weil damit der normale Mensch nichts anfangen kann. Weil unsere Welt zu kompliziert geworden ist, leider, um sie zu verstehen. Das ist genau wie mit diesen Gravitationswellen, das war auch nirgendwo in den Mainstream-Medien. Also ich habe das bei Spiegel zwar gelesen, irgendwo in der Unterrubrik Wissenschaft, da irgendwo unter, jetzt haben wir rausgefunden, warum Welten so süß sind, und dann kam da tauchte da irgendwo versteckt Gravitationswellen entdeckt Einstein-Genie. Ich habe es tatsächlich auf Facebook gelesen und zwar bei einer meiner Lieblingsseiten, die ich auch geliked habe. I love fucking science. Tobi und ich mögen die nicht mehr. Die setzen nur noch auf Clickbait im Moment. Das nervt tierisch. Ja, die haben sehr viel Clickbait mittlerweile drin. Aber wie gesagt, hier und da, ich klicke auch nicht auf alles, aber hier und da haben sie auch mal eine Perle. Ja. Zum Beispiel neulich hatten sie was über ich glaube, den dritten Menschen auf der Welt, der vom HIV-Virus befreit wurde. Mhm. Er sagt, okay, mal gucken, ob das nicht eine Ente ist. Und tatsächlich, es ist mittlerweile auch in den Mainstream-Medien, muss ich sagen. Okay, gut. Diese Spritze da, die Nummer, ne? Ja. I fucking love science. Interessante Facebook-Seite, war früher cool, ist mittlerweile leider teilweise zur Bild-Zeitung der Wissenschaft geworden. Ja. Zurück zum Thema. Coole Abschweifung gerade. Zurück zum Thema. Kebono. Wem nützt die Flat-Earth-Theorie was? Also im Zentrum des Bösen, Nazi-NASA. Zentraler Argumentationspunkt der Flat Earther ist, die NASA verteidigt diese Idee des Globus. Wie soll ich das formulieren? Hast du doch gerade. Um ihr Budget zu rechtfertigen. Also, wenn herauskommen sollte, dass die Erde eine Scheibe ist und dass es den Weltraum im Prinzip gar nicht gibt, sondern dass die Sonne nur ein paar Kilometer über uns ihre Bahn zieht und dass es da oben gar nichts zu entdecken gibt, das würde bedeuten, dass die NASA sofort von der US-Regierung ihr Budget entzogen bekommt. Ja. Aber, also wenn diese Nummer von denen stimmt, sowohl diese wie heißt die jetzt? Unendliche Plane-Nummer da? Infinite Plane. Oder halt eben nur diese Pizza, die dagegen fliegt. Ich fände es tatsächlich, wenn das wahr ist, viel spannender herauszufinden, was unter uns ist. Also, wenn er wirklich Reptilien, als was auf Mars los ist. Weil wir wissen, auf Mars ist nichts los. Und wir versuchen gerade verzweifelt herauszufinden, bitte lass da was sein. Wenn wir aber doch schon wissen, dass da unten was ist, würde mich voll interessieren. Vor allen Dingen, mich würde halt echt interessieren, wenn wir halt wirklich. Wie sind die Nazis da hingekommen? Ja, vor allen Dingen, woher können die das halt? Genau diese ganze Nazi- und Aldebaran-Geschichte auch, dass die nach Aldebaran abgehauen sind in ihren UFOs oder auf die dunkle Seite des Mondes oder so eine Scheiße. Mich würde halt auch voll interessieren, gerade wenn es wirklich die flache Erde gibt, ne? Sowas ganz Banales. Warum hat noch keiner durchgebohrt? Warum, als wir über Schallwellen rausgefunden haben, dass es einen flüssigen Kern gibt von der Erde?
warum kam dabei nicht gleich auch raus, dass das Ding halt nicht rund ist? Alles ja, fake. So, weil es wurden, fake. Es wurden, ja. Ja, genau. Es ist so ein einfaches Argument, alles als Fake abzutun. Ja, ich sag ja genau, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die halt auch so, wie gesagt, ich kenne leider auch jemanden, der so ein Verschwörungstheoretiker ist, der halt hier an Chemtrails und so eine Scheiße halt dann glaubt, der dann halt auch immer gleich argumentiert mit, wie gesagt, mit solchen Sachen. Ja, brauche ich dir gar nichts drüber erzählen, ist ein Fakt. Und ich denke so, jedes Mal da sitze so, warum bist du die Autorität, die mir gleich sagt, das ist Fakt? Ja, genau, und warum zählen meine Fakten nicht? Ja, ganz genau. Also gehen wir mal von dieser Geschichte jetzt aus. Die NASA wurde gegründet in dem Glauben, dass es den Weltraum gibt und dass wir auf einer Kugel leben. Dann hat die NASA rausgefunden, oh, fuck, wir leben auf einer riesen Sardellenpizza. Wahlweise auch Mozzarella Salami. Die NASA bekam Panik, oh, unser Budget wird eingestampft, wir werden alle entlassen und arbeitslos, fuck. Und dann hat die NASA diese Geschichte praktisch aufrechterhalten. Ist doch aber totaler Blödsinn. Was wäre das für eine wissenschaftliche, krasse Erkenntnis, wenn die NASA das untersucht hätte und gesagt hätte, scheiße, das Ding ist gar nicht rund, alter Leute, neue Erkenntnis, wir sind flach. Dann wären die doch die Helden. Weil ich wollte gerade sagen, weil dann wären die doch die Helden, um das halt zu erforschen. Zumal man dazu sagen muss, dass die Flat Earth Society, wie gesagt, von 1840 oder so ist. Da gab es die NASA noch nicht. Und diese ganze Kugelwelt-Nummer von, also anfing so 2600 vor Christus, 600 vor Christus, also vor 2600 Jahren. Na, also das passt zeitlich nicht. Also ne, wenn man jetzt was, die NASA... 2600 Jahren? 2600 vor Christus? Also vor nein. Sind wir im Jahr Null? Nein, Keule. Ich habe mich doch gerade berichtigt. Ja. 600 vor Christus, also ja. Vor 2600 Jahren. Ah, okay. Pythagoras hat damit angefangen. Also es haben viele damit angefangen. Pythagoras war einer der ersten großen Namen, die sich damit beschäftigt haben. Also wenn es die Flat Earth geben würde... Also die Flat Earth. Oh, warte mal, Pythagoras war 100% Illuminati, der hat was mit Dreiecken. Also ja, ich gebe dir recht, es wäre super geil, die Unterseite der Pizza zu erforschen und gucken, ob wir wirklich so schön kross gebacken sind, wie einem Wagner Pizza das in den Werbespots immer verspricht. Und ob wir auch diese schönen Grillstreifen unten haben. Ja, darf ich mal kurz sagen, Wagner ist scheiße. Ich liebe Wagner. Ich bin Wagnerianer. Bist du Dr. Oetker? Nee, ich bin Ja-Pizza 2 Euro für 3. Und selbstbelegen. Ja, selbstbelegen. Nee. Margarita it is, Mann. Und ja, der Rest kommt selber drauf. Ich bin Wagnerianer. Oh, eingetragene Marke. Die Pizza. Ich esse meine Pizza nur in Napoli. Die Pizza meiner Kindheit. Quattro Formaggi. Und die Käse bestimme ich selber. So geil es auch wäre, die Unterseite der Pizza zu betrachten und zu gucken, ob der Ofen auch schön auf Ober- und Unterhitze gestellt ist. Schluss mit den Pizzabildern. Ich krieg Hunger. Teil der Flat-Earth-Theorie ist, das muss man sich wirklich mal verbildlichen, Teil der Flat-Earth-Theorie ist, dass es keinen Weltraum gibt, sondern dass da praktisch nach ein paar Kilometern Schluss ist, dass da die Kuppel ist. Also wenn es wirklich so wäre, dann hätte die NASA halt tatsächlich nicht so tolle Existenzberechtigung. Doch, weil die herausfinden können, was hinter der Kuppel ist. Vielleicht kommt man da ja auch gar nicht durch. Ach ja. Offensichtlich können da Teile von abbrechen. Jetzt vor allem, wer hat das Ding da halt mal draufgesetzt? Ja. Gott, ja, Aliens oder Nazis. Warum immer Nazis? Weiß ich nicht. Warum sagen ständig Nazis? Ich finde immer total geil, dass Nazis immer offensichtlich irgendwie übermenschliche Kräfte zugesandt werden. Ja, total. Es ist genau wie die jüdische Weltverschwörung. Das taucht in dem Zusammenhang übrigens auch ständig auf, dieser Begriff jüdische Weltverschwörung. Aber trotzdem Nazis, das macht überhaupt keinen Sinn. Welchen Grund hätten die Nazis dazu, einen Riesenaufwand zu betreiben und holographisch Sterne an den Himmel zu projizieren? Warum sollten sie das tun? Keine Ahnung, zumal die Nazis 100 Jahre später waren, als die Flat Earth. Warum leckt sich ein Hund die Eier? Weil er es kann. Ja. Inwiefern bringt den Nazi das näher an die Überrasse oder an die Weltherrschaft? Ganz einfach, die Flat Earth akzeptieren und verstehen, sind dir überlegen. Warte mal, stimmt. Wir alle werden für dumm verkauft von den Nazis. Sie sind dadurch bereits die Überrasse. Ja. Sie sind praktisch Götter. Ich sag ja immer, jeder, der an solche Theorien glaubt, der braucht einen Grund, um sich besser und höher zu fühlen als manche andere. Ja, toll. Dann sitzen die Nazis an ihren Schreibtischen auf dem Mars und sagen, yeah, ich habe alle verarscht. Nee, auf dem Mond. Aber witzig auf der dunklen Seite des Mondes. Witzig ist ja, dass die Flat-Earth-Leute die Nazis im Prinzip mit Göttern gleichstellen. Das muss man auch mal so kurz mal so festhalten. Diejenigen, die davon ausgehen, dass da Nazis sind. Ah, klar, das sind ja nicht alle, ne? Die meisten glauben eher an Aliens. Die haben schon ziemlich viel Shit gemacht. Also stellen wir uns mal vor, es stimmt, die NASA vertuscht seit Jahrzehnten, seit ihrer Existenz, die Flat Earth. Stellen wir uns das mal vor.
Was ist denn dann mit den Space Agencies der anderen Länder? Ja, das ist halt das Ding, weil sie gehen halt davon aus, dass seit 68 oder 65 oder so NASA, ISS, CNSA, SA und die ESA und alles Mögliche halt drumherum, was mit dem Weltraum zu tun hat, so kulturübergreifend und kontinentübergreifend, alle demselben Prinzip folgen, und zwar wir vertuschen die Geschichte. Also ein Flat Earther würde jetzt mit Sicherheit argumentieren, dass alle Weltraumorganisationen auf der Welt unter einer Decke stecken, ja, genau, weil sie ja ihr Budget behalten möchten. Na klar, prinzipiell, weil er natürlich das von der chinesischen Weltraumorganisation und von der ISS und von der ESA natürlich auch mit dem Budget von der NASA zusammenhängen. Aber wenn, weißt du, Dann würden sie auch zusammenarbeiten. Wenn die Russen oder die Chinesen sind ja ganz krass dabei in Sachen Weltraumforschung und so weiter. Wenn die Russen oder die Chinesen oder auch die ESA jetzt plötzlich den Beweis dafür finden würde, der für eine Weltraumorganisation wirklich sehr leicht zu erbringen wäre, dass die Welt wirklich eine Pizza ist, dann wäre das doch der Shit, das wäre doch der Hit. Sofort würde die ganze Welt auf die Russen gucken und sagen, wow, die Russen sind der Hammer, weil sie das rausgefunden haben. Ich finde es halt nur, ja, einmal das, und vor allem, ich finde es halt so krass, ein Freund von mir, der arbeitet in Braunschweig, glaube ich, nicht in Braunschweig, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er bei der deutschen Luft- und Raumfahrt studiert, und der macht halt auch, ich glaube, der entwickelt Antriebssysteme und Navigationssysteme auch für Raketen oder irgend sowas, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall hat er was mit dem Weltraum, mit Space Shuttles und allem Möglichen zu tun, ne? Das ist schon eine ganze Weile her, da hatte ich ihn auch mal auf diese ganze Flat-Earth-Theorie halt angesprochen, er meinte, wenn das wirklich stimmt, und wir unsere Berechnungen an allem, was so Ballistikgeschossen, Satelliten und Co. halt angeht, angleichen müssen, dann würden die vollkommen aus dem Orbit geraten. Er sagt, weil wir uns so hart verrechnet, also dann hätten wir uns davon ausgehend, wenn das nicht stimmen würde, hätten wir uns so hart verrechnet, dass nichts funktionieren würde. Überhaupt nichts funktionieren würde. Also ich kann es nur nochmal betonen, die Flat Earther bezweifeln ja nicht nur die Form unserer Erde, sondern die Flat Earther stellen ja die komplette Physik, wie wir sie kennen, in Frage. Ja. Nochmal zur NASA. Also wenn die NASA durch eine solche Lüge ihr Budget aufrechterhalten wollte, hätten sie es trotzdem verkackt, denn das Budget der NASA wird seit Jahren immer weiter runtergesetzt, besonders unter dem orangefarbenen Trollpräsidenten, dessen Name bei uns nicht genannt werden darf. Ich mach's kurz. Die NASA ist tatsächlich, auch wenn wir immer noch viel von ihr hören, im Vergleich zu dem, was die NASA vor 20, 30 Jahren gemacht hat, ist die NASA heute auf dem Weg zur Bedeutungslosigkeit. Fast schon, ja. Den Weltraum erobern, das ist ein Thema für einen ganz anderen Podcast, den ich unbedingt mal machen möchte. Die Eroberung des Weltraums wird, da bin ich fest überzeugt, in der Zukunft von Privatpersonen gemacht werden. Elon Musk. Yep. Ja, ich war gerade 10 Jahre oder so, ne? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Die NASA wird seit Jahren immer weiter beschnitten, und die sind auf dem Weg leider zur Bedeutungslosigkeit. Ein Flat Earther würde jetzt aber sagen, ja, die US-Regierung hat das von der Flat Earth mitgekriegt und deswegen das NASA-Budget gecuttet. Aber sie verraten es uns normalos nicht. Natürlich. Weil ja natürlich die in Herrscherposition natürlich wie so ein kleiner Chef immer regieren und immer die Öffentlichkeit über alles im Unklaren lassen. Also wenn man nach diesen Motivationen Ke Bono fragt, dann sagen Verschwörungstheoretiker, egal welche Verschwörungstheorie es ist, immer Macht und Geld. Es geht um Macht und Geld. Da frage ich dich jetzt mal ganz ehrlich, inwiefern kann ich denn Geld damit verdienen, wenn ich auf einer flachen Erde lebe, aber behaupte, wir sind auf einem Globus? Die Globus- und Atlas-Industrie. Schieb dir deinen Globus gleich in den Arsch. Naja, wie du schon sagtest, wer verdient damit Geld? Wie viele Angestellte hat die NASA? Aber wie gesagt, selbst wenn sie rausgefunden hätten, als sie gegründet wurden, dass die Erde flach ist, was wären das für Helden gewesen? Ja, wirklich. So also, geil, wir haben was Falsches geglaubt. Ihr habt uns das Richtige gesagt. Hammer. Pass auf, man muss was ich vorhin schon mal sagte, Pythagoras, 600 vor Christus hat damit angefangen, und dann hier Aristoteles, 400 vor Christus, hat das im Prinzip bewiesen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Nummer mit den Schatten? Ja. Also der hat in Alexandria und in irgendwas mit S aufgeschrieben. Jedenfalls im heutigen Ägypten, in Sane oder Sane oder so. S-E-Y-N-E, Sane oder so. Hat er jeweils einen Stock aufgestellt. Und zur Sonnenwende steht aber an einer bestimmten Uhrzeit die Sonne da im Zenit. Also wirklich kerzengerade über dir.
Ja. Ja. Und der Stab, den du hingestellt hast, dann der gerade zur Mittagssonne, der hat keinen Schatten, weil die Sonne genau, und weil er davon ausgegangen ist, dass die Sonnenstrahlen parallel auf die Erde fallen. Genau. Übrigens mega witzig, wenn man sich Fotos anguckt von Orten, von Stadtgebieten, wo die Sonne im Zenit steht, das sieht aus wie ein super schlecht gerendertes Videospiel, weil es keine Schatten gibt. Sieht super geil aus. ist wirklich so, das müsst ihr euch mal angucken, es sieht super lustig aus. Jedenfalls hat er dann in Alexandria, die genau auf demselben Längengrad entlang des Nils, also da gibt es so ein paar Ungereimtheiten, logischerweise damals in der Bemessung, aber das stimmt ungefähr, einen Stab hingestellt, jeweils. Und dann zu der Uhrzeit, wo sie in Sena im Zenit steht, festgestellt, dass der in Alexandria ungefähr sieben Grad, also die Sonne um 7 Grad verschoben ist. Also, ne, du kannst ja noch Schatten dann berechnen. 7 Grad und 20 hier Bogenwinkel oder ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er angeschnittene so um Winkel parallel zu einem Dings gestellt. Also hat das mit 360 multipliziert? Nein. Der hat 360 damit dividiert. Oh, Entschuldigung. Und festgestellt, das ist so ungefähr ein 50, also es sind 51,34 oder sowas. Still eines Kreises, und das kannst du dann halt eben durchrechnen, und die Entfernung von Alexandria zu Dings waren 5000 Stadien, das sind irgendwie so, ein Stadion sind 6 Meter irgendwas. 150 Kilometer waren es ungefähr. Nee, es sind mehr. Das sind 5000 Stadien, also knapp 5000. Ja, ist ja auch egal. 5000. Die ich meine, es sind jetzt Stadien, so eben 5000 Stadien mal 50, mal, die Rechnung 5000 mal 50, ne, weil ein 50stel des Kreises, das sind 250.000 Stadien, das sind ungefähr, das hat er 400 vor Christus, kannst du damit berechnen, also ne, dann hochrechnen, also diese Entfernung, die Krümmung hat er dann berechnet. Tobi, wenn du so schnell redest, höre ich dir eh nicht im Detail zu. Ja, tut mir leid. Komm zur Sache. Ja, ich muss immer so schnell reden, bevor Richard mich unterbricht. Alles gut, ich höre zu. Also, die Entfernung, ne, so, diese 5000 Stadien mit dieser Krümmung hochgerechnet, dann, ne, mal, also, oh, fuck, jetzt bin ich raus. Es geht ja nur. Das ist 2500 Stadien sind, wenn du es hochrechnest, ne, diese Entfernung hochrechnen eben mal, weil du hast ja auf 5000 Stadien das 50-fache eines Kreises. Also rechnest du das hoch, das sind 2500 Stadien, das sind ungefähr 40.007,7 Kilometer. Wir wissen heute, der Umfang der Erde sind 40.075 Kilometer, war ziemlich nah dran, erstaunlich, vor 2400 Jahren. Erstaunlich, ja. Da gibt's aber auch andere Bezeichnungen. Also ich habe auch Zahlen gefunden von dieser Rechnung, dass er auf 39.000 ungefähr gekommen ist. Es gibt aber auch, sage ich, die sagen, er ist auf 41.000 gekommen. Ist aber trotzdem immer noch verdammt nah dran. Das Problem ist halt eben, dass das die Entfernung vom Nil gerechnet hat, nicht Luftlinie, plus dass Stadien ein ziemlich wackeliger Begriff war, wie weit genau ein Stadion war und so. Ja, aber trotzdem super gut. Aber mega nah dran. Über Winkel halt super. Super gut ausgerechnet. Und vor allem super leicht, das kann jeder zu Hause nachmachen. Ja. Du brauchst ja echt nur zwei auf derselben Linie, auf demselben Längengrad, ein Atlas, von mir so ein Flat-Earth-Atlas, völlig egal, weil die Längengrade sind ja die gleichen, stellst sie hin, guckst dir den Winkel an, berechnest diesen Winkel und rechnest es einfach hoch. Du kommst immer so bei 40.000 raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ja, Tobi, du hättest es auch in echt ein paar Sätzen hier zusammenfassen können, aber ich lasse dir den Spaß. Ich wollte nur damit auf irgendwas hinaus. Fuck, ich hab's vergessen, fuck. Du wolltest damit wahrscheinlich sagen, dass ein Mensch vor tausenden von Jahren mit extrem primitiven technischen Mitteln das schon erstaunlich genau ausrechnen konnte. Genau, und aber da das hast du, wollte ich sagen, weil... Tobi, da hast du in den letzten 2 Stunden nicht aufgepasst. Das ist auch fake. Nee. Also, da wollte ich nicht hinaus. Egal. Zurück. Aber ich habe noch einen witzigen Fakt, den will ich noch erzählen. Und zwar sagt man ja immer, die Leute im Mittelalter haben an die flache Erde geglaubt, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Nee. Das basiert auf so einer Erzählung von so einem Amerikaner, der das gesagt hat und alle sind davon ausgegangen. Man weiß heute, das haben Historiker herausgefunden, die Bücher gelesen haben, die früher geschrieben wurde. Mhm. Also das ist eigentlich nicht so schwer gewesen herauszufinden. Also seitdem glaubt man an eine kugelförmige Erde. Es gibt noch diese Nummer mit Galileo und Galilei, die sich gedreht hat und so. Es gab immer ein paar Christen, die dagegen, also Bischöfe und so, die dagegen gewettert haben. Aber die vorherrschende Meinung ist ungefähr seit der Antike ganz klar Globus rund. Das ist total irre. Also gerade im Mittelalter und hier mit Magellan und Francis Drake und so, die da im 16. Jahrhundert die Welt einmal umsegelt hatten, steht endgültig fest, das Ding ist rund. Die Frage war dann nur noch, wie sie sich dreht. Ne? Ja, man ist damals so davon ausgegangen, dass geozentrisch, dass die Erde in einem Mittelpunkt stand. Das kam erst später. Also, aber dieses Rundheit hat nie jemand in Frage gestellt. Die Menschen und heute ist es wie? Nicht mehr geozentrisch, sondern... Solzentrisch? Heliozentrisch. Heliozentrisch. Ah, griechisch. Aber auch nur unser Sternsystem. Zurück zu, wem nützt das was? Es wird dann immer, wem nützt das was? Und dann wird immer argumentiert mit Macht und Geld. Aber weiter geht dieses Argument nicht. Wie kann ich denn,
okay, lassen wir das mit der NASA mal beiseite, aber die NASA regiert nicht die Welt. Die NASA regiert nicht die fucking Welt und die Amis regieren die Welt erst recht nicht, weil es Arschlöcher sind. Vor allem überleg dir mal, so jemand wie halt der jetzige Präsident halt einfach, der halt nichts für sich behalten kann, so ein Egomane, wenn der so ein Geheimnis anvertrauend bekäme, der würde doch sofort vor die Weltöffentlichkeit treten und sagen, wusstet ihr eigentlich, die Erde ist gar nicht rund? Ja. Nee, ich muss mich kurz korrigieren, nicht die Amis sind Arschlöcher, die amerikanische Regierung macht im Moment echt mal wieder alles, um uns Menschen zugrunde zu richten. Worauf wollte ich hinaus? Wie kann ich damit Geld verdienen? Wie bitte kann ich denn mit dem Fakt Geld verdienen, dass die Erde rund ist, obwohl sie eigentlich flach ist? Es geht nicht in meinen Kopf rein. Keine Ahnung. Naja, zum Beispiel die Fensterscheibenindustrie für Flugzeuge. Das ist ja super absurd. Die Objektivindustrie. Das ist ja super absurd. Also stell dir mal vor, es gibt so viele fucking Flugzeuge auf der Welt. Es gibt Millionen von Flugzeugen auf der Welt, die einen Haufen Geld kosten. Und dann schmuggelt eine geheime Schattenorganisation überall in diese Flugzeuge Weitwinkelfenster rein. Das ist genau das, was ich vorhin sagen wollte, Tobi, mit. Da müssen Millionen von Menschen eingeweiht sein. Jeder popelige fucking Flugzeugingenieur, der halbwegs aufmerksam ist, würde das doch merken. Ja, unter der Voraussetzung, dass denen nicht eingetrichtert wurde, weil ich weiß es nicht, ich bin kein Flugzeugbauer vielleicht. Also wenn dem so ist, wenn das wirklich Fischeis sind, diese Bullaugen da. Witzig eigentlich, ne? Dass die Bullaugen Fischeis sind. Mhm. Jedenfalls, ja, das Bulleis, Fischeis sind. Vielleicht ist das ja wirklich so aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Und denen wurde beigebracht, das muss man machen. Die Krümmung muss in den Fenster sein aufgrund der Stabilität des Rumpfes oder so. Aber wenn diese Fläche, aber das würde man wissen. Aber würde vor allem das Ding ist halt, wenn du an der Tragfläche sitzt und aus dem Fenster guckst, oder wenn du schon am Flughafen bist und aus dem Fenster guckst, dann ist doch die Welt draußen. Der Flughafen ist doch nicht auch schon gekrümmt. Ja, das ist eben das Ding. Ja, ja, ja. Gesagt. Ja, ja. Aber vielleicht ist das so ein Material, das durch den Druckveränderung. Oh, Alter. Das ja, ist keine Ahnung, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist halt einfach, man kann so tausendfach dagegen argumentieren. So, das Ding ist halt einfach, sorry, die Welt ist rund. Akzeptier's. Deine Mama ist rund. Also das ist, die ist auch rund. Ich meine, das Ding ist halt einfach etwas, was groß ist, wird nicht automatisch flach. So, wenn Menschen zu viel fressen, dann werden die nicht immer flacher, sie werden immer größer und runder. Nee, vor allem gerade Himmelskörper werden immer runder, je größer sie sind. Und vor allem, du kannst es so leicht herausfinden, dass die Erde Dings ist, ne, rund ist, indem du einfach 1500 Mücken in die Hand nimmst und eine Weltumsegelung machst. Oder einen Flug einmal um die Welt. Das gibt's. Und wenn du dann, ja, aber vielleicht fliegen die halt anders oder die fliegen halt einmal so im Kreis, dann nimm dir ein scheiß Navi mit oder irgendwas. Aber das ist doch auch Verschwörung. Dann programmier dir selbst eins. Oder nimm einen scheiß Kompass mit. Oder bau dir selbst einen Kompass. Ist alles Fake. Ja, aber einen selbstgebauten Kompass kann ja kein Fake sein. Doch. Die Anleitung dazu. In dem Wasser ist eine Software drin. In der Nadel. Die Nadel, die in dem Korken steckt, da ist er. Ah, ich reg mich gerade auf. Ja, naja. Ich bin heute wirklich während der Recherche, ich habe echt ein bisschen lange recherchiert, so weil ich super viel zu tun hatte auf der Arbeit. Ja, ich musste zwischenzeitlich irgendwelche Artikel lesen, ja. um wieder das Gefühl haben, Wissen in mich aufzunehmen. Ganz genau so. Blöd ist wirklich, wenn du diese Dinger liest. Ganz genau so geht es mir halt auch bei der Flat Earth. Ich lese mir das auch super gerne durch, wie obskur und wie blöd das ist. Aber das Ding ist halt dadurch, dass diese Theorie halt so einfach und so kindlich und teilweise auch sehr, sehr unschuldig irgendwie ist, gerätst du kurz in diesen Modus. Irgendwie klingt das schon so. Nee, ich lese mir jetzt ganz schnell Wikipedia. Ich lese mir jetzt schnell was über Gravitation durch, einfach um wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Wenn du dir so YouTube-Videos, also sowas wird ja fast immer rein über YouTube-Videos transportiert. Klar. Und da gibt's ja Millionen von im Netz. Und wenn du dir diese YouTuber anguckst, ey, du wirst verrückt, wie die diese Dinge erklären. Mhm. Es gibt einen Caesar, heißt er, also Caesar nur auseinandergeschrieben aus irgendwelchen Gründen. Und das ist so der bekannteste Deutsche, der das da macht. Oh, der ist auch, boah, der ging mir so auf den Sack. Ich hab mal ein Video, da hat er irgendwelche Nachrichten
Agenturen damit penetriert, warum sie nicht darüber berichten und so. Am geilsten fand ich eine in der Reaktion, hat gesagt, ja, da sind sie bei mir völlig falsch und hat aufgelegt. oder auch, das wird dann so Akte 2017 mäßig dann immer genommen für, ja, die legen schnell auf, genau, deswegen haben sie was zu verbergen. Genau, ja, genau. Dass da totaler Stuss ist, was du von denen möchtest, ist vollkommen außen vor. Oder auch so einer, der hat sich halt mit einer Kamera an die Ostsee oder Nordsee oder so gestellt, hat das abgefilmt. Also du sagst erst, wie er sich selber filmt und dann, pass auf, ich zeige dir das jetzt mal mit dem Horizont. Filmte so, seht ihr da links, da ist das Land, schwenkt ihr so rüber, seht ihr irgendwo eine Krümmung? Blabla, das ist der unwiderlegbare Beweis und das ist auch einer mit Millionen von Klicks. Ne? Und es ist halt, es kann nicht wahr sein. Punkt 1, wenn du die Kamera bewegst, siehst du selbstverständlich keine Krümmung, weil du ja jedes Mal die Perspektive so veränderst. Der Bildausschnitt wird nicht größer, nur weil du schwenkst, du Pappkopf. Das wollte ich mal kurz loswerden. Ja, generell auch bei allen möglichen Fotos, was du halt auch mal siehst, so, ja, ist eindeutig gerade. Alter, wenn ich fotografiere, wenn ich mit einem Weitwinkel knipse, ich kann mit einem Knopfdruck alle krummen Linien gerade machen. Ja. So, sorry. Ja. Kein Argument, Mann. Ja, wenn du so einen Panoramashot mit deinem Handy machst, wird das auch ausgeglichen. Es gab vor kurzem. Das ist dann wirklich eine Software, die das macht. Ich habe vor kurzem von einer ganz interessanten kleinen Studie gelesen, wo die Menschen getestet haben, ob sie gefakte Fotos erkennen. Also da waren halt so Fotos dabei, wo der Schatten eines Menschen ganz offensichtlich falsch stand, weil er in die falsche Richtung ging. Ja, 80% haben es nicht erkannt oder so. Und ne? die Fähigkeit der Menschen, Fotofakes zu erkennen, war katastrophal schlecht. Mhm. Ich kann mich davon auch nicht losreißen, glaube ich. Ich glaube, ich würde auch in so einer Studie durchfallen. Wenn dir jemand sagt, hey, in dem Foto stimmt was nicht, oder untersuch mal das Foto, ob da was nicht stimmt, dann ja. Aber wenn du, und so haben die das in der Studie auch gemacht, wenn du einfach ein Foto vorgesetzt bekommst und hinterher wird dann gefragt, ob irgendwas nicht gestimmt hat in dem Foto, wenn du erst hinterher gefragt wirst. Ja, das fällt dir nicht auf. Das fällt den allerwenigsten Menschen auf. Aber da muss ich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, wollen wir es mal kurz zum Abschluss bringen. Kommen wir zum Schluss. Andi, dein Kumpel, der jetzt geheiratet hat, der bei uns auch bei den Kack- und Sachgeschichten ja auch mit dabei ist. Andi hat so schön gesagt, Verschwörungstheorien sind die neuen Sternzeichen. Verschwörungstheorien ist die neue Astrologie. Das neue Horoskop. Es gibt für jeden etwas. Ja, wirklich. Ja. Ich fand diesen Vergleich persönlich super geil, weil er hat so recht damit. Es gibt für jeden irgendeine Scheiße. So wie gesagt, heute auch gerade so das Internet ist, was das angeht, ja auch gerade extrem gefährlich. Weil wer bescheuert ist und wer beschränkt ist, der findet übers Internet mittlerweile sehr leicht andere Beschränkte. Und um das auch zum Abschluss zu bringen, die Flat-Earth-Theorie ist relativ harmlos, weil niemand glaubt wirklich ernsthaft daran. Und wenn doch, dann ist ihm sowieso nicht mehr zu helfen. Und das sind auch Leute ohne Einfluss. Ja. Außer bei YouTube vielleicht. Aber wie gesagt, ihm glaubt. Also, die ist wirklich richtig gering, die Anzahl der Leute, die wirklich dran glauben. Deswegen sage ich ja, nur weil ihr eine Basis habt und viele Leute erreicht, heißt es nicht, dass ihr Recht habt. Und das sage ich auch als Podcast mit Creator hier mit über 20.000 Hörern. Wir haben auch nicht Recht. Aber unsere Argumente sind gut. Oh, das daran erinnern unsere Hörer aber auch. wir reden, kann sagen, wir haben auch eine intelligente Community. Aber unsere Hörer hören uns auch nicht, weil wir inhaltlich stark sind, sondern weil wir einfach sehr attraktiv sind. Ja, auf jeden Fall, das hört man über unsere Stimmen raus. keiner hört, dass ich gerade einen Pickel habe. Also, um das Ganze jetzt mal zum Abschluss zu bringen, ich habe gerade Tobis Weizenglas in der Hand und betrachte den Wasserpegel und der ist futzgerade. Ja, also mich haben sie überzeugt, muss ich sagen. Mich auch? Ja, auf jeden Fall. Also wenn mein Bier gerade ist, dann ist alles andere auch gerade bei mir. Oh, bei mir wird gerade was anderes gerade. Damit ist mein betrunkenen Witz übersprungen worden, weil der war besser. Oh, erzähl noch mal. Nein, ich wollte nur gerade so tun, als wäre ich betrunken, aber kamst du mit deinem Penis und das fand ich schöner. Ach so. Ich kam mit seinem Penis. Was? Hey, das ist Science Bitch. Theorien werden durch bessere ersetzt. Ja. Ja, komm, mach mal einen Deckel drauf. Ja. Gut. Das war so flach, Tobi. Ja. Das war so flach, da machen wir einen Deckel drauf. Ja. Feierabend. Wie das duftet. Liebe Patreon-Unterstützer, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Gebt euer Geld nicht der NASA, sondern gebt eure $5 monatlich weiter uns, damit ihr auch weiter in der Sommerpause und sonst was hören dürft. Du bist gerade wie Sky, die Werbung für Sky machen, wenn du Sky abonniert hast. Ja, ganz genau. Einer von uns. Stimmt, ihr unterstützt uns ja schon. Wir müssen euch gar nicht mehr überzeugen. Ah, dann verfickt euch doch alle. Gebt doch mehr Geld. Ja, gut. Tschüss.
Tschüss. Bye, bye. Bis bald. Immer schön flach bleiben. Füße hoch, die Welt kommt flach. Ne? Thank you.